liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die klügsten Köpfe der Formel-1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder auf einen spannenden großen Preis freuen. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. Es könnte uns ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Und damit recht herzlich willkommen bei BK Gaming und Taika H. Euch hier live am Start. Wir sind heute in Bahrain, wie ihr schon mitbekommen habt, und wir werden dann jetzt auch direkt in die Interviews vor dem Rennen springen. Heute darf Slowcoach die Fragen stellen und wir sind gespannt, was die Fahrer heute zu sagen haben. Damit übergebe ich jetzt an Slowcoach. Vielen Dank, Taika H. Hallo zusammen. Ja, wir hatten bestimmt keine Langeweile die letzten 14 Tage. Das war 2 Wochen voller Action und wir wollen auch gleich die Kollegen vom Team Haas befragen, weil da war ziemlich was los. Wir haben einen neuen Mann als zweiten Fahrer, den Wempy. Eigentlich ein alter Bekannter, deshalb herzlich willkommen und die Frage gleich an dich. Wie bist du bereit, so als Kaltstarter in der Wüste im Haas mit Smoke zusammen? Also ich denke, wir sind gut vorbereitet und für uns heißt es Punkte sammeln, uns ganz klar das Team nach vorne peitschen, um viele Punkte für die Teamwertung zu sammeln. In der Teamwertung seid ihr da schon einsame Spitze. Denkst du, du kannst hier den Vorsprung halten mit Smokes Hilfe oder wird das heute eine enge Sache? Es wird schon eine enge Sache, aber ich glaube, mit Smoke seiner Hilfe und der Teamstärke werden wir schon vorne ein Wörtchen mitreden, wenn nicht sogar Favoriten sein, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ja, vielen Dank. Da gleich die Frage an Smoke selber. Die Fans sind sich einig. Du hast mit Rale zwar einen absoluten Spitzenfahrer im Team gehabt, der war bestimmt kein Punktelieferant, der wollte es selber gewinnen. Seid ihr nun gut aufgestellt, damit das mit der Teamwertung klappt und wieder Ruhe im Team herrscht? Na, wir haben die Ruhe im Team hergestellt. An die Fanbase haben wir eine klare Message gesendet und ja, wir haben jetzt den Wempy als Testfahrer rekrutiert, den Rest der Saison mitzufahren, uns zu unterstützen. Das ist ein neues Projekt. Wir sind da bereit zu. Es wird sicherlich nicht immer glatt laufen, das wissen wir. Daran arbeiten wir auch und ja, der Rest wird sich jetzt zeigen. Wir geben auf jeden Fall alles und heute werden wir ganz klar ein Zeichen setzen. Genau, du selber hast ja im Training gelinde gesagt dominiert. Denkst du, du kannst es im Rennen umsetzen oder wird das enger, als man denkt? Ja gut, das Problem ist einfach, in der Wüste zu fahren ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist, ob es regnet, meistens nicht. Training ist natürlich auch immer so ein zweischneidiges Messer. Ich meine, da fährt man relativ schnell mit wenig Sprit am Start selber. Denke ich, wenn wir eine gute Qualifying-Runde hinlegen können und vielleicht maximal Startreihe 2 haben, dann haben wir eine gute Chance, das Rennen nachher dann doch nach dem ersten Corner zu kontrollieren. Okay, vielen Dank an dich. Dann gleich zu den Kollegen von Red Bull. Red Bull hatte mit enormen Investitionen das Auto wieder siegfähig gemacht auf diese Saison hin. Etwas erstaunt waren einige Fans, dass die Routiniers Murph und Stryker nicht auf Anhieb vorne mitmischen konnten. Deshalb die Frage an dich, Murph, als Teamleader. Wie siehst du das für heute in der Wüste? Seid ihr bereit, da das Podium zu schnappen? Das Training ist nicht ganz optimal gelaufen, ist auch ein sehr anspruchsvoller Kurs. Wir versuchen natürlich heute auch beide Wagen wieder ein Ziel zu bringen. Das ist natürlich das oberste Gebot, da wir in der letzten Zeit ja auch öfters mal Ausfälle hatten, gerade von Seiten des Strikers her. Heute ist einfach das Ziel, dass wir beide Autos ins Ziel kriegen, vielleicht auch ein bisschen weiter vorne sogar mitfahren, dass wir mal ein bisschen mehr Punkte halt fürs Team einfahren.
Steht ihr eigentlich unter Druck, ihr beide, oder denkt ihr, dass die Kollegen von Red Bull das auch so sehen, Punkte einfahren, oder wollen die einfach Siege haben, schnell jetzt? Der Druck ist natürlich schon hoch. Ich meine, wir müssen unseren Platz verteidigen. Wenn wir jetzt noch weitere Ausfälle haben, wenn nur einer mal Punkte einfährt, ist es nachher auf Dauer auch zu wenig. Also da müssen wir uns jetzt ein bisschen mal auf den Hosenboden setzen und, wie gesagt, Leistung jetzt erbringen. Gleich die Frage an Streiker. Bist du bisher zu wenig aggressiv gewesen oder woran hapert es? Wie kannst du das verbessern, denkst du? Ich glaube, bei Streiker ist derzeit gerade das Mikrofon nicht. Oh, okay. In Ordnung. Wir werden das überspringen und gehen zu Mercedes. Da haben wir die beiden Ladies im Feld, die Pupti und die Mi. Vielleicht die Frage an dich, Pupti, du hast einen Punkt mehr als deine Teamkollegin. Wie seht ihr das für diese Show in der Wüste? Werdet ihr da vorne mit dabei sein oder wird das schwierig für euch? Ja, hallo erstmal. Wir haben sehr viel trainiert, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, wir haben versucht, diesmal ein bisschen die Pace zu halten und also ich bin sehr zuverlässig, was Mi angeht. Sie war mit einer der Besten in den Trainings und ja, auch bei mir klappt es ganz gut. Für uns ist halt heute echt wichtig, dass wir beide ins Ziel kommen und dann beide auch Punkte in der Teamwertung gut machen. Was die Einzelwertung angeht, da sehe ich heute Mi klar und deutlich vor mir. Die Fans, die vermissen ja zuweilen ein bisschen den Biss in den Zweikämpfen. Ihr habt eigentlich dieses Jahr noch keinen Crash gehabt, noch nie ausgeschieden durch Unfall und so. Ist das so, dass ihr aggressiver fahren müsst und wollt, oder war das Absicht? Naja, aggressiver fahren müssten wir eigentlich schon. Uns fehlt manchmal noch so ein bisschen das Durchsetzungsvermögen und ja, sind in einigen Situationen doch noch zu ängstlich, aber ja, wie gesagt, wir arbeiten daran. Waren auch im letzten Training Besuch von Team Haas und ja, haben uns da so ein bisschen unter die Arme gegriffen und ja, ich denke, das dürfte dann in Zukunft besser werden. Vielen Dank, Pupti. Gleich die Frage an dich, Mi. Du zeigst es sehr überzeugende Ansätze, du machst sehr gute Stints und dann plötzlich kommt dann wieder ein Fehler oder ein Einbruch, dass die Resultate unterm Strich wohl kaum auf den Ansprüchen von Mercedes genügen. Wie ist dein Ziel für heute? Willst du da aufs Podium oder bist du mit Punkten zufrieden? Natürlich will ich aufs Podium. Ich habe sehr gut trainiert. Ich bin gut Zeiten gefahren. Ich habe extra Trainings eingelegt, mit Spezialisten trainiert, die mir geholt haben, was so das Ablegen vom defensiven Fahren angeht, dass ich da so ein bisschen auch pushen kann. Und ja, das Ziel ist definitiv das Podium und die Punkte dann nehme ich dann auch wohl mit. Wie ist das Auto? Fühlt es sich schnell an oder bist du da ein bisschen im Hintertreffen immer noch? Das Auto ist super schnell, es ist sehr wendig, es ist super stabil in den Kurven, also wenn es heute einen Ausfall meinerseits gibt, wo kein anderer mitverschuldet ist, dann war es wirklich einfach nur eigene Blödheit, muss ich ehrlich sagen. Okay, dann wünschen wir euch viel Glück und hoffen, dass Mercedes da ein paar Medaillen nach Hause fährt. Dann haben wir definitiv ein weiteres Team mit gutem Material von Renault, Tony G und Sandro. Frage an dich, Tony. Wie willst du aufbauen auf deinen sehr guten letzten paar Rennen, wo du eigentlich immer vorne mitreden konntest? Ist das hier eine Fortsetzung dieser aufsteigenden Tendenz? Guten Abend, Slow. Ja, danke. Wir haben hier ein paar Probleme mit dem Wagen, er übersteuert sehr viel. Und ich sehe eigentlich meinen Teamkollegen, den Sandro, heute vorne. Ich werde versuchen, im Mittelfeld hinterher zu fahren, aber wenn die Probleme während des Rennens sich nicht selber amortisieren, dann werden wir hier Schwierigkeiten haben, auch auf der Geraden gegen die Mercedes. Das wird ein hartes Brot heute. Denkst du, dass die Geraden so wichtig sind, wie alle sagen? Aus unserer Sicht ist es durchaus auch eine Frage der Kurvenlage, wie man in die Kurve reinkommt. Ja. Oder ist es doch die Endgeschwindigkeit? Na, ich denke mal auch, wie der Wagen in den Kurven reagiert, vor allem nach den langen Geraden. Das ist
Es wird sehr schwierig sein, vor allem wenn wir da mit dem Renault gegen die Mercedes oder Ferrari antreten müssen. Also es wird eine echte Herausforderung heute Abend. Vielen Dank. Sandro, du als Youngster hast sicher die Sympathien vom Publikum hier in der Wüste. Was ist dein Plan für das Rennen? Ich möchte aufs Podium, um Punkte zu sammeln und damit ich auch mal ein bisschen vorne mitmischen kann. Ich habe mich auch angestrengt für dieses Rennen, damit ich etwas weiter vorne landen kann und ja, dann versuche ich mal Punkte einzusammeln. Was ist deine Prognose im Quali? Wirst du da zweite Startreihe schaffen? Wäre schön, aber ich würde jetzt nicht sagen, also es kann ja auch nach hinten losgehen, also weiß noch nicht, wo ich landen werde, aber ich hoffe vorne. Gut, vielen Dank. Dann, wer ist noch da? Eclipse, du bist ja mit dem Ferrari unterwegs, bist auch kalt eingestiegen mitten in die Saison. Wie sieht es aus für heute? Wie ist dein Plan? Also mein Ziel ist, anzukommen, jemanden zu stören und dann in der nächsten Zeit durch Fünf-Trainings dann das ist auch kennenzulernen und dann in der Mitte. Momentan bin ich da unterwegs, möchte es auch so machen. Und okay, vielen Dank. Also der rote Ferrari in der Wüste, da wirst du sicher euphorische Fans haben, wenn du die Kiste ins Ziel oder aufs Podium stellst. Dann die Frage an Musculus. Du hast ja auch sehr spät eingegriffen in der Saison. Den Anschluss an die Spitzengruppe deshalb punktemäßig noch nicht ganz geschafft, aber trotzdem sehr überzeugende Rennen bis auf Baku mit dem Ausfall in der ersten Runde. Lassen deine Trainings auf ein Podium hoffen? Ja, ich denke schon. Also vom Training her ist es vielleicht schwer zu sagen, weil wir ja letzte Woche nicht viel trainieren konnten. Deshalb auch schwer zu sagen, wo die anderen stehen. Aber ich hoffe schon, dass ich heute da vorne mitmischen kann. Aber ich denke auch, dass es sicher eine enge Sache wird vorne. Wir haben gehört jetzt in den Interviews, viele sehen sich oder würden sich gerne auf dem Podium sehen heute. Sicher mehr als Platz hat auf dem Podium. Und von dem her denke ich, dass heute vorne sicher niemand einfach davonfahren wird und das Rennen kontrollieren kann von Anfang an. Setzt du eher auf Topspeed oder auf Ausfahrt aus der Kurve, wenn es ans Überholen geht? Ich denke, das Überholen wird hier auf dieser Strecke kein allzu großes Problem sein. Man kann viel mit einem guten Exit aus der Kurve herausholen und es hat lange Geraden, lange DRS-Zonen. Und ich denke, dass dann auch mit unserem Ferrari-Motor werden wir schon dabei sein auf den Geraden. Super, vielen Dank an euch alle. Dann zurück an Tai und viel Spaß beim Zuschauen. Ja, danke schön, Slowcoach. An der Stelle vielleicht auch noch eine Frage an dich. 18 Punkte Vorsprung im Moment vor Smoke. Ist das heute für dich auch ein Rennen, wo du deinen Abstand vergrößern kannst? Das ist in der Tat eine gute Frage. Ich habe leider nicht so die Hoffnung, dass ich hier einfach gewinnen kann. Die Strecke ist extrem demanding für die Reifen, insbesondere. Hinterreifen. Ich muss zusehen, dass ich das Podium kralle und dann schauen, dass ich da vielleicht noch möglichst eins oder zwei schaffe, aber mit drei wäre ich zufrieden heute. Ja, damit sind wir am Ende des Interviews angekommen. Sehr große Ambition bei allen Teams. Wir sind gespannt, wo es dann auf Bahrain am Ende landen wird. Zunächst geht's ins Qualifying. Bis dahin sind wir in einer ganz kurzen Pause. Euer Taika für PK Gaming Racing League. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, und damit jetzt endlich recht herzlich willkommen zurück mit der ersten Zeit von Donny Chi, wenn er denn hier gleich über die Startziellinie fährt. 13 Minuten sind noch zu fahren und die erste Zeit steht gleich da, wenn wir den Sieg sehen. Das sind 1:32.551 hier für Donny Chi von Team Italia Racing. Ja, seit heute haben wir auch eine Karte noch mit dabei, die wir dann auch hier betrachten können, sehen, wie sich das Feld hier bewegt. Ja, Slowcoach auch schon auf dem Weg hier seine erste Zeit abzuliefern. Sektor 1 in 29 Sekunden gebraucht. Jetzt schauen wir mal, wie er dann hier in Sektor 2 sich schlagen kann. Er ist jetzt dann direkt bei einer Minute. Bahrain ein bisschen längere Strecke. Wir fahren heute also auch ein bisschen weniger Runden.
wie wir es vielleicht gewohnt sind, aber trotzdem über die volle Distanz. Jetzt gibt es gleich die Sektor 2 Zeit, da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. 1:09.921, der derzeitige Führende in der Meisterschaft, will also jetzt eine gute Zeit vorlegen. Sektor 3, da kommt die lange Gerade, wo dann auch eine Speed Trap angebracht ist. Da haben wir leider dann aber im Moment noch keine Information, was die Höchstgeschwindigkeit ist, aber er ist hier auf einem guten Weg. Die 1:32 wird er aber nicht knacken, kommt als Zweiter hier ins Qualifying rein, noch 12 Minuten Zeit. 1:32.166 für ihn. Und Mi ist jetzt auf dem Weg, genauso Eclipse, der hier noch ein bisschen weiter vorne ist und hat hier die DRS-Zone dann beendet. Kommt hier aber ein bisschen arg auf die Curbs, muss also aufpassen, dass er hier nicht die Kontrolle verliert. Schauen wir mal, welche Zeit er jetzt abliefern kann. 1:35.237. Mi ist auch auf dem Weg jetzt auf Startziel. Da springen wir direkt hin. Hinten dran ist, glaube ich, noch Sandro unterwegs. Mi jetzt auf dem zweiten Platz, knapp hinter Donici, der 4/10 vorne ist. Und Sandro hat jetzt tatsächlich seinen Boxenstopp nochmal eingelegt. Donici hat seine Zeiten nicht verbessern können, ist jetzt auch in die Box gefahren, wird jetzt abwarten, was die Konkurrenz treiben wird. Ja, Bahrain wird ja auch bei Nacht gefahren. Entsprechend hier Flutlicht an der Strecke. Wer mehr Informationen auch zur BK Gaming Racing League haben will, www.bk-gaming.de, da könnt ihr alle Informationen holen. Da gibt es auch seit neuestem ganz spannende Themen, Pro-Liga und Rookie-Liga. Sind hier auf jeden Fall im Gespräch. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeisurfen, euch die Informationen anschauen. Ja, schade für S Motorsport, dass hier dann tatsächlich der Ralle nicht mehr dabei ist. Er wurde vom Team gegangen und kann jetzt derzeitig auch nicht antreten. Ist noch auf Teamsuche. Ob das dann Erfolg hat oder nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall Marcel, oder eher gesagt Wempi, jetzt als Testfahrer ja jetzt für den Rest der Saison zurückgeholt worden, um hier zusammen mit Smoke in der Meisterschaft weiter vorangehen zu können. Wir sehen auch, dass dann Slowcoach an der Box ist, Eclipse nochmal auf dem Weg, eine Zeit abzuliefern. Das schauen wir kurz mal rein. Ich glaube, Mies da auch noch direkt hinten dran wieder. Schauen wir, was jetzt der Eclipse abliefert. Nichts in der Fernseh Box. Mie jetzt auf dem Weg, die will auf jeden Fall nochmal eine Zeit abliefern. Schauen wir mal, ob sie sich da nochmal verbessern kann. Erster Platz, Pole Position für Mi. 3/10 schneller als Donici. Schön gemacht. Und wir sehen auch, dass jetzt gleich der erste Haas dann auch über die Ziellinie fährt. Das müsste Smoke sein an der Stelle, aber der ist noch in seiner Outlap. Entsprechend werden wir da noch kurz warten müssen. Mediums sind aufgezogen. Softreifen nur bei 5 Fahrern im Moment, also die Hälfte des Feldes. Und die erste Zeit von RS Motorsport werden wir von Wempi sehen, der hier auch mit den Mediums unterwegs ist. Wichtig hier in Bahrain, dass man die Hinterreifen nicht zu sehr belastet. Da muss man aufpassen, weil die können sehr schnell Hitze entwickeln. Die Bremszonen sind hier extrem wichtig. Man hat viele schnelle Geraden. Da kommt es also heute auch gut aufs Setup drauf an, ob man hier die Geraden mitnehmen möchte oder nicht. Wichtig, dass man hier auf jeden Fall eine Top-Endgeschwindigkeit produzieren kann. Eine 1:33.949, das ist die erste Zeit von RS Motorsport an der Stelle. Pupdi reiht sich als Vierte ein. Vor Marcel ist 1/10 schneller. Und in Startziel sind gerade nur 3 Fahrer raus. Das ist tatsächlich dann aber auch ein Fahrer, der hier neben dran steht. Wempi, der sich hier neben der Strecke befindet. Muss also aufpassen, dass er hier keinen Fahrer mitnimmt. Wir sehen dann auch gleich Mi nochmal eine Runde abliefert eventuell. Schauen wir mal kurz rein. Die ist hier jetzt in Sektor 3 gleich unterwegs. Sektor 2 Zeit ist jetzt abgenommen. Scheint aber hier nicht unbedingt angreifen zu möchten. Das wird ein Boxenstopp bei ihr werden. Wird also erstmal ihre Zeit so stehen lassen. Danach fährt dann Wempi tatsächlich hier auf der Strecke und kann auch keine gute Zeit abliefern. Smoke ist jetzt spannend. Der kommt jetzt gleich in die letzte Kurve vor Startziel. Mal gespannt, was er noch im Qualifying so zu bieten hat. Ist ja knapp hinter Slowcoach unterwegs. 18 Punkte trennen die beiden in der Meisterschaft. 7. Platz kann sich verbessern auf Platz 3, knapp hinter Donici. Da fehlen nur 2/10. Und als nächstes über die Linie kommt dann tatsächlich Pupdi, die jetzt hier 1 Sekunde schneller ist als ihre Bestzeit. Das könnte tatsächlich dazu führen, dass sie hier ihre Teamkollegin den ersten Platz wegnimmt. Schauen wir mal, das wird jetzt richtig spannend. Der Mercedes auf dem Weg hier in die letzte Kurve vor Startziel. Bahrain, Sakir und jetzt kann Pupdi zeigen, ob sie die bessere Fahrerin in ihrem Team ist.
1,32er Zeit wird's, aber leider zu langsam. Da hat sie noch mal ein paar Zehntel verloren. 5 Zehntel Abstand auf ihre Teamkollegin. Damit als Vierte eingereiht. Kann sich also nicht wirklich verbessern. Slow Coach auf dem Weg, Eclipse auf dem Weg. Und Dennis jetzt auch auf dem Weg raus aus der Box. Rainer Schmidt, aka Slow Coach, aka Eclipse, jetzt auf dem Weg auf, Startziel, mal sehen, was er dann so produzieren kann. Nichts wahrscheinlich, da hat er kurz mal die Strecke verlassen. Vorne hat sich jetzt Smoke als Dritter weiterhin platziert. Können wir kurz schauen, der ist aber jetzt auf dem Weg, nochmal eine Zeit abzuliefern, eine halbe Sekunde, das könnte ihm langen, um Mii zu schlagen. Da muss er jetzt im letzten Sektor nochmal so ein Zehntel rausholen, dann kann er hier auf jeden Fall sicher auf Platz 1 stehen. Smoke im Haas unterwegs. Gab ja auch viele Gerüchte, warum wieso alles passiert ist, aber da haben wir keine Informationen dazu. Ralle ist Geschichte, Wempy ist jetzt immer der Fahrer und Smoke ist Profi genug, dass er hier heute sich nur aufs Rennen konzentriert und aufs Qualifying. Schnellste Runde, Smoke 1,32, 1,30 für ihn an dieser Stelle. Und jetzt muss Mii schauen, ob sie nochmal rausfahren möchte im Qualifying oder ob sie mit Platz 2 zufrieden ist. Pupti auch langsam unterwegs, 7 Zehntel, das wird wahrscheinlich eine Inlap werden. Ist eine der wenigen mit den Softreifen hier vorne in den Top 4. Dann haben wir Slowcoach, der auch wartet, bis er hier dann was machen kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt in der Runde schon mal angreifen will. Er ist in der Outlap und wartet hier entsprechend. Dennis ist in seiner Outlap. Der hat jetzt tatsächlich den Alpha von Musculus hinter sich, der eigentlich hier in der Qualifying-Runde ist und eigentlich abliefern möchte. Da muss er aufpassen, keine Berührung, hat noch keine Zeit abgegeben. Ja, in Sektor 3 gibt es da gerade ein bisschen Probleme. Da sehen wir einen Haas neben der Strecke. Und Musculus fährt nochmal rein, hat noch 6 Minuten Zeit, eine Runde abzugeben. Der Haas war, glaube ich, Wempy. Ja, Wempy war da neben der Strecke gestanden. Entsprechend auch unzufriedenstellend für ihn diese Runde. Wir sehen dann gleich nochmal Musculus, der eventuell hier dann über die Ziellinie dann nach dieser Runde kommt. Slowcoach konnte sich nicht verbessern, ist jetzt endlich rein in seine nächste Runde und kann da vielleicht nochmal Zeit rausholen. Bahrain natürlich auch eine Reifenfrage, wir haben es schon thematisiert, hinten wird auf jeden Fall ziemlich viel Abrieb herrschen hier auf der Strecke, vor allem diese Stelle, wo jetzt Dennis auch Probleme hatte, sehr rutschig, da muss man auch den richtigen Bremspunkt erwischen. Wir sehen, der nächste Haas kommt gleich dann über die Ziellinie, das ist Smoke, er ist jetzt hier im zweiten DRS-Zone unterwegs, aber sehr langsam, also der wird jetzt reinkommen, vielleicht nochmal eine Runde sich gönnen, vielleicht auch den Softreifen, aber im Moment sind die Mediums aufgezogen, was bedeutet, er kann damit auch starten. Schauen wir mal, wie es hier aussieht, da ist Slowcoach, der muss sich auf jeden Fall noch verbessern, im Moment 2,5 Zehntel in Sektor 1 rausgeholt. Wempy, ja, oh, da hat er die Curves aber sehr hart erwischt, das kann eigentlich fast keine gute Runde mehr werden. Wir haben dann noch Eclipse an der Stelle und vorne ist dann Musculus. Der kann jetzt mit seiner Outlap eventuell dann nochmal was rausholen. Muss auf jeden Fall eine Zeit noch abliefern, damit er hier ganz vorne stehen kann. Dennis jetzt auf dem Weg auf Startziel. Mal sehen, was er eine Zeit eher rausholen kann. 1,32 steht schon oben, also es wird eher eine 1,38 werden. Ja, eine 1,37, 6,88 damit im Moment auf Platz 8. Sandro war noch nicht draußen, der will mit den Mediums eventuell rausziehen. Wir sehen Musculus, aber jetzt gucken wir erstmal auf Slowcoach. Der ist auf dem Weg in die Box an der Stelle. Schade, da hätten wir nochmal uns gerne eine Runde gewünscht. Jetzt schauen wir nochmal auf Wempy. Der ist in seiner nächsten Runde, aber da wird er auch kein grünes Gras sehen. 1,39 wird wahrscheinlich auch an die Box ziehen. Sieht zumindest ganz danach aus. Hinten dran haben wir dann tatsächlich nochmal Eclipse, der aber auch in die Box fährt. Von daher die Fahrer nochmal auf dem Weg in die Box. Vielleicht nochmal neue Reifen draufziehen. Musculus in seiner Outlap. Das wird jetzt nochmal spannend. Der muss abliefern, noch 4 Minuten, hat also noch ein, zwei Runden vor sich, die er hier nutzen kann. 2 auf jeden Fall maximal, dafür darf er aber nicht mehr in die Box fahren. Bei 2,30 ist meistens Schluss, weil da muss man die Runde noch zu Ende fahren. Sagen wir mal, ja, 2 Minuten, dann braucht man nicht mehr auf die Strecke. Ist noch ein Ferrari auf der Strecke, Dennis, der im Moment mit der 1,37 wahrscheinlich nicht zufrieden ist. Wir haben ja ihn auch schon erlebt auf der zweiten Position in einigen Qualifyings, hat sich stark verbessert in den letzten Wochen. Musculus jetzt mit seiner ersten gezeiteten Runde, die er auch abliefern kann. Schauen wir mal, ob das funktioniert für ihn. Dennis eher langsam, obwohl er hat 3 Sekunden rausgeholt. Schauen wir mal, Sektor 2 sieht da richtig stark aus. 3 Sekunden würde bedeuten, er würde die 1,34 knacken. Vielleicht sogar die 1,33 könnte Wempy von Platz 6 verdrängen.
Dennis also auf dem Weg, Startziel, und jetzt gibt es gleich die Zeitabnahme. Ne, da hat er nochmal viel Zeit verloren. 1,637, das hat ihm leider nicht gereicht. Jetzt gleich sofort wieder zum Musculus, denn der muss noch eine Runde abliefern. Es steht aber noch die Outlap dran, was ich gerade verwunderlich finde, weil er deine Outlap eigentlich schon hatte. Eventuell hat er da zu viel Strecke dann ungenutzt gelassen oder zu sehr neben der Strecke gestanden. Schauen wir mal. Er auf jeden Fall auf dem Weg, eigentlich eine Zeit abzuliefern. Vielleicht ist da die Zeitabnahme auch gerade nicht in Ordnung. Schauen wir mal. Damit Musculus auf dem Weg und kann ihn leider ohne Zwischenzeit hier für uns dann nicht zeigen, was er gerade so abliefert. Schade, hätte ich gerne gesehen. Ein Haas ist noch auf der Strecke, das ist dann an der Stelle Smoke. Der möchte nochmal mit den Roten eventuell eine bessere Zeit hinlegen. Ja, schauen wir mal, ob bei Musculus jetzt die Runde zählt. Das kann ich leider nicht behaupten, ob das stimmt oder nicht. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist die Outlap vorbei, aber er hat auch eine Zeit abgeliefert und ist 1,31,305. Musculus, Pole Position, Team Schweiz wieder ganz vorne. Als nächstes kommt Smoke dann rein, der ist auch noch in der Outlap. Dennis auf dem Weg, der kann jetzt gerade eine Zeit noch abliefern, also schauen wir mal. Aber da ist er auch schon wieder hinter der Zeit, er wird wahrscheinlich reinkommen, schauen wir mal. Hat die roten Reifen nicht nutzen können. Kommt also rein. Und damit jetzt Smoke noch in einer guten Runde mit den Roten. Musculus hat gut abgeliefert. Und wir haben dann noch Sandro, der jetzt auch in seiner Outlap sich befindet. Muss also jetzt die Runde hier abschließen, dass er noch eine Zeit bekommt. Smoke auf dem Weg. Wir haben dann noch Donny Chi, der auch noch hier in seiner Outlap sich gerade befindet. Und Slow Coach, der aber auch erst dann noch ein bisschen länger braucht. Deshalb gehen wir zu Smoke. Schauen mal. Ne, der ist direkt wieder Slow Coach tatsächlich. Oh, interessant, interessant. Das wird auf jeden Fall ein Duell der beiden Topfahrer im Moment in der BK Gaming Racing League. Und Smoke mit dem Fehler ist aber nur in der Outlap. Und Slowcoach ist tatsächlich dran, hier eine Zeit abzuliefern. Musculus kann eventuell sich nochmal verbessern, aber er hat schon so eine riesen Zeit abgeliefert. Fast eine Sekunde schneller als Smoke. Unglaubliches Ergebnis. Und Slowcoach jetzt hier unterwegs. Das gefährliche Passage, da muss man jetzt links, rechts fahren. Lange Linkskurve, lange Rechtskurve. Kann man viel Geschwindigkeit verlieren, wenn man da falsch reinbremst. Und dann geht's hart in die Bremsen nach der Zeitabnahme. Und Slow Coach kann jetzt sich verbessern. Schauen wir ganz kurz zu Musculus, weil er ist gleich über Startziel. Ob der den nochmal angreift? Ne, der fährt rein. Und Slow Coach kann jetzt abliefern. Alle Fahrer noch draußen, die noch Zeiten können. Wir haben also Musculus, der jetzt einen Boxenstopp geht. Slow Coach auf dem Weg auf Startziel. Und Smoke, der keine Zeit mehr abliefern darf. Slow Coach hat sich auch nochmal verbessert. Damit Team Schweiz Erster und Zweiter. Und jetzt kann nur noch Donny Chi oder Sandro den Jungs hier einen Strich durch die Rechnung machen. Donny Chi hat auf jeden Fall die Möglichkeiten und die Fähigkeiten. Das haben wir schon gesehen in anderen Strecken. Hat auch die Pole Position schon in Brasilien, Intus gehabt. Schauen wir mal, wie es jetzt heute ausgeht für ihn. Aber zunächst haben wir Sandro, der jetzt über Startziel kommt. Letzte Kurve. 1,08 hat er Sektor 3 die Zeit abgeliefert. Jetzt wird es richtig eng. 1,31 gilt es zu schlagen. Da kommt er ganz knapp dran. Schiebt sich zwischen Musculus und zwischen Slow Coach. Schön gemacht von dem jungen Sandro vom Italia Racing Team. Jetzt noch der letzte Zeitabnahme hier. Und der kommt auch richtig schnell rein. Leider haben wir das Ergebnis jetzt gerade nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, Donny Chi war nochmal richtig schnell und hat tatsächlich die Pole Position nochmal geholt. Unglaublich, Donny Chi. Ich glaube, es war sogar fast eine 1,30er Zeit an der Stelle. Schau mal gleich noch mal rein. Ja, eine 1,30,881 auf den soften Reifen. Unglaublich, was Donny Chi hier abgeliefert hat. Congratulations hier auch aus der Sprecherkabine. Donny Chi von Musculus, dann Sandro, dann Slow Coach, dann Smoke, dann Mi, Pupti, Vampy, Eclipse und Dennis. So sieht es im Moment aus. SM Racing leider aus technischen Problemen heute nicht am Start. Es tut richtig weh, das zu hören, aber so ist es eben. Wir gehen ganz kurz nochmal in eine Pause und sehen uns zum Rennen gleich wieder. Euer Taika für BK Gaming Racing League. Bis gleich. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück zu BK Gaming Racing League hier aus Bahrain. Sack hier. Taika für euch am Start. Und ja, wir freuen uns, dass wir heute hier live berichten können. Das Feld ist jetzt gerade hier sich am Aufwärmen. Es geht gleich auf Startziel.
Und dann geht's hier los mit dem Start. Donny G mal wieder mit der Pole Position. Sandro richtig stark. Damit Team Italia Racing 1 und 3. Dann haben wir Slow Coach und Musculus, die hier 2 und 4 dann besetzen. Damit Team Schweiz also genau hinter den Fahrern von den Renault-Autos. Smoke mit Haas auf 5. Mi Pupti mit dem Mercedes auf 6 und 7. Vampy für RS Motorsport auf 8. Und dann haben wir Eclipse und Dennis, die hier in den Fahrerhäusern unterwegs sind, auf Platz 9 und 10. Und damit gehen wir jetzt hier in Bahrain an den Start und freuen uns, dass es dann gleich losgeht. Bis auf 3 Fahrer, alle auf den Slicks, auf den roten Slicks unterwegs. Donny G darf mal wieder vorne los. Na, hoffentlich bringt das wieder zu Ende. Hat ja schon mal geklappt. Von daher drücken wir jetzt allen Fahrern die Daumen. Es geht hier an den Start. Die Ampeln sind gleich an. Und dann heißt es hier losfahren in der BK Gaming Racing League. Saison 2019-2020. Es geht los. Donny G darf hier anfangen. Die Ampeln sind aus und los geht's. Alpha kommt gut weg. Sandro kommt auch noch gut weg. Damit Musculus eigentlich auch in einer guten Position. Es muss nur Sandro aufpassen, dass er hier nicht hinter Donny G zurückhängt. Bleibt jetzt zehnmal auf der Innenbahn. Musculus, der muss auch aufpassen. Bleibt aber hinten dran. Damit die gleiche Konstellation wie beim Start und es verändert sich nur wenig. Rainer Schmidt, also Eclipse, kommt hier einen Platz vor, aber sonst ist das Feld hier in gleicher Position geblieben. Donny G also weiterhin als führender, Musculus als zweiter und dann haben wir Sandro, der jetzt hier tatsächlich Musculus hinter sich lässt. Und da gibt es einen riesen Zweikampf, die Berührung und Musculus ist neben der Strecke, weil es vorne den Berührung am Reifen gab. Damit Musculus erst einmal weg und auch Sandro wird komplett nach hinten durchgeschoben. Da müssen wir ganz kurz hinspringen. Sandro ist hier jetzt auf Platz 9 und Musculus auf 10. Damit schon von Start an Probleme. Musculus muss jetzt wieder alles aufholen. Natürlich in der ersten Runde kann man da jetzt wieder versuchen anzugreifen. Vorne Donny G. Wir haben dann auch tatsächlich Eclipse, der Dennis dann hier nochmal mitzieht und an Sandro vorbeizieht. Sandro damit auf Platz 9 und kann hier dann nicht mehr angreifen. Und Slow Coach jetzt im Zweikampf mit Smoke. Da geht es jetzt richtig zur Sache. Smoke versucht es auf der Innenbahn. Die beiden Führenden in der Meisterschaft schaffen es aber nicht. Und Smoke kann hier nicht vorbeiziehen. Versucht es jetzt nochmal auf der Innenbahn, kommt hier durch, aber kann nicht angreifen, hat jetzt eine bessere Linie, aber Slow Coach bleibt vorne, nimmt mehr Geschwindigkeit mit, damit muss jetzt Smoke hinten bleiben und Sandro und Musculus werden sich ärgern, da gab es die Berührung direkt nach der zweiten Kurve und jetzt Smoke wieder dran hier anzugreifen, ist ganz knapp dran an Slow Coach, hat die Mediums drauf, da hat Slow Coach den Vorteil auf seiner Seite, weil die Roten doch ein bisschen mehr Grip geben. Und jetzt versucht Slow Coach hier ein bisschen den Windschatten von Smoke zu klauen, der Haas ist dran am Alpha. Sandro jetzt vorbei an Dennis und der Zweikampf ist im Brand. Slow Coach versucht hier alles, um vorne zu bleiben. Entschleunigung hier nach Startziel. Vorne setzt sich Donny G einfach ab und jetzt der Fehler. Slow Coach fällt hier aus. Slow Coach fällt aus. Damit wird er durchgereicht nach hinten. Schade für Slow Coach und Smoke ist durch. Ein Fahrerfehler, soweit wir das hier in den Kamerabildern gesehen haben. Und Smoke auf Platz 2. Mi und Pupti sind jetzt hier endlich auch in den Top 3 angekommen. Und es gibt ein Virtual Safety Car, weil Slow Coach hier einmal neben der Strecke liegt. Gelbe Flagge ist gezeigt und das Virtual Safety Car ist raus. Damit müssen jetzt alle Fahrer erst einmal langsamer fahren, können nicht schneller fahren, als ihnen erlaubt ist. Donny G natürlich mit einem riesen Vorsprung. Ist für ihn natürlich auch gut, dass es kein echtes Safety Car gibt, weil das immer ein bisschen anders funktioniert. Das Virtual Safety Car sorgt dafür, dass die Fahrer nur auf ihrer Position bleiben, eigentlich nicht aufholen können. Das ist schon mal gut. Jetzt geht es darum, halt auch seine Reifen zu konservieren. Es ist noch nicht lange gefahren, erst Runde 2. Von daher alles erst einmal in Ordnung für die Fahrer, die noch dabei sind. Aber die Reifentemperaturen werden halt runtergehen. Vor allem für die Mediums wird das jetzt ein Problem werden wieder. Nachdem die Strecke wieder freigegeben ist. Und die ist wieder freigegeben. Mi hinter Smoke versucht hier natürlich anzugreifen. Und Donny G ist halt einfach mal ganz, ganz vorne mit dem Renault. Kann hier mit viel Abstand ganz viel gewinnen. Schauen wir mal, wie es denn da ausschaut. Aber wir haben noch keine neue Zeit, die uns gezeigt wird. Müssen wir warten, bis alle Fahrer wieder über Startziel sind. Da entbrennt jetzt ein Zweikampf zwischen Vampy und Eclipse, die hier sich auf Platz 5 und 6 befinden. Hinten dran direkt auch Sandro, der eventuell angreifen kann. Mi eine halbe Sekunde dran. Eclipse 3 Zehntel hinten dran. Sandro dann auch hier im Dreierclinch unterwegs. Mast sehen, ob hier jetzt gleich was passiert. Außen versucht der Ferrari und Eclipse neben der Strecke. Muss hier jetzt sich geschlagen geben, damit erstmal die Situation zu Ende. Mi jetzt mit viel Abstand auf Smoke hat eine Sekunde verloren hier tatsächlich. Und Sandro ist dran. Sandro versucht jetzt hier Vampy anzugehen. Halbe Sekunde hinten dran.
Und Dennis ist dran an Eclipse, kann ihn jetzt tatsächlich auch nochmal angreifen. Was für ein Zweikampf zwischen den beiden Teamkollegen. Beide verbremst sich und Musculus kann das nutzen. Zieht vorbei, Team Schweiz damit jetzt auf Platz 7 wieder vorgezogen, nachdem ihr Slowcoach sich aus dem Rennen verabschiedet hat. Was für ein Start hier ins Rennen. Wir sind in Runde 3. Sandro versucht aufzuholen. Ist hier dran an Vampy, aber das wird natürlich auch kein leichtes. Vampy ist auch kein unerfahrener Fahrer. Schau mal, ob er mit dem Haas hier gut zurechtkommt. Oh, da verbremst er sich auch ein bisschen. Das ist hier eine gefährliche Kurve. Rutscht hier durch die Kurve ganz leicht durch. Jetzt kommt die DRS-Zone. Wir sehen, da ist Mie. Die hat Probleme neben der Strecke. Muss hier tatsächlich 2 Plätze abgeben. Und Vampy und Sandro freuen sich. Mie wohl mit Problemen. Sie war noch hinter Smoke und hinter Pupti. Aber jetzt hier 2 Plätze verloren. Das wird ihr wehtun. Sie hat ja Ambitionen, aufs Podium zu kommen. Aber in der Leistung wird es schwierig heute. Vampy bleibt vorne. Und kann jetzt im Moment die Situation auch gut nutzen. Jetzt sehen wir, was Santo versucht ranzukommen. Der war richtig schnell. Der war hier eigentlich auch besser im Qualifying. Musculus jetzt auch vorbei an Mie. Also Mie wird nach hinten durchgereicht. Da scheint es technische Probleme zu geben. Jetzt ist auch noch Dennis an ihr dran. Muss jetzt aufpassen, dass er hier keinen Fehler produziert. Sandro im Zweikampf kann hier eventuell an Vampy vorbeiziehen. Er ist auf der rechten Seite und möchte hier die Innenbahn nutzen. Ist schneller als Vampy und kann damit jetzt über den Überholvorgang abschließen. Schauen wir mal, ob er nach der Kurve auch noch vorne bleibt. Vampy damit geschlagen. Sandro war schneller im Qualifying. Hat auch die besseren Reifen für den Anfang des Rennens. Mehr Grip, mehr Geschwindigkeit. Aber Vampy schlägt zurück. Da ist auf der Innenbahn. Was für ein Konter von Vampy. Damit jetzt auch wieder Sandro vorbei. Da ist der Zweikampf wirklich im Gange. Vampy kriegt gezeigt, warum Sandro hier so gut unterwegs ist in Bahrain. Kann hier tatsächlich direkt wieder die Position zurückerobern. Damit Sandro jetzt eine Sekunde vorne. Und wir haben hier tatsächlich die Überraschung des Tages, dass Donny G ganz vorne fährt und Slowcoach leider ausgeschieden ist. Team Schweiz damit mit Problemen. Slowcoach will natürlich hier vor Smoke bleiben. Der kann jetzt mit dem zweiten Platz, wenn es so bis zum Ende des Rennens bleibt, natürlich viele Punkte aufholen. Kann vielleicht auch sogar den ersten Platz fast wieder einnehmen. Dürften dann fast punktgleich sein an der Stelle. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wir haben ja noch 53 Runden, von daher alles noch drin, alles noch möglich. Donny G, der Junge, ich weiß nicht, was der macht. Er ist so schnell. Der zeigt halt den alten Hasen hier auch mal, wie man schnell fährt. Er hat schon in den letzten Rennen immer wieder Top-Zeiten abgeliefert und kann hier vorne mitfahren. Sein Problem ist die Konstanz. Wenn er die heute auch abliefern kann, dann ist sein Sieg nicht in Gefahr. Vampy ist jetzt auch unter Druck von Musculus. Der Haas scheint bei ihm nicht so zu funktionieren, wie er sich das vorstellt. Musculus versucht hier aufzuholen. Versucht hier ranzukommen. Der letzte Team-Schweiz-Fahrer. Musculus, schnellste Runde, da geht was bei dem Jungen, 1:63.678 und jetzt dran an Vampy und kann ihn tatsächlich auch schlagen, versucht es auf der Innenbahn. Vampy kann vielleicht nochmal zurückschlagen, wenn er hier jetzt die Kurve gut noch nutzt, aber die höhere Geschwindigkeit nutzt ihm nichts. Musculus macht die Tür zu und damit bleibt er jetzt erstmal vorne, hat aber die DRS nicht zur Verfügung, deshalb kann jetzt eventuell Vampy nochmal zurückschlagen. Schauen wir mal, ob das auch funktionieren wird. Nee, da hat er keinen Freigabe bekommen, damit Vampy leider noch einen Platz weiter nach hinten durchgereicht worden. Das wird er als Motorsport nicht freuen, denn in der Teamwertung geht es ja auch darum, dass man vor Team Schweiz bleiben möchte. Klar, Slowcoach ist ausgeschieden, aber wenn Musculus heute ein gutes Ergebnis abliefert und Vampy da nach hinten durchgereicht wird, dann wird es auch wieder schwieriger. Aber Smoke klar auf Platz 2 unterwegs, eine Sekunde für Sandro und Smoke 3 Sekunden Zeitstrafe Kurve abgekürzt. Kriegen wir gerade von der Rennleitung mitgeteilt. Smoke 10 Sekunden hinter Donny G. Das ist so unglaublich. Ich weiß nicht, was Donny G als Frühstück, aber ich möchte auch was davon abhaben. Unglaublich, diese Jungs. Donny G, neu in der Liga und brennt hier ein Feuerwerk nach dem anderen ab. Klar, er hat nicht jedes Rennen gewonnen, aber er hat im Qualifying gezeigt, dass er immer vorne mitfahren kann. Er hat auch viele Führungsrunden schon für sich in Anspruch genommen. Von daher muss man sagen, er hat mittlerweile fast Start-Ziellänge als Vorsprung, also eine halbe Startziellänge, ja doch fast eine ganze, eine Dreiviertel hat er auf jeden Fall. Und wir sehen es, Pupti versucht jetzt ranzukommen mit Mercedes. Mie ganz nach hinten durchgereicht, das scheint irgendwas nicht zu stimmen. Da muss was Technisches vorliegen, das kann ich mir nicht anders vorstellen gerade. Smoke 11 Sekunden, dann kommt Pupti und die wird natürlich versuchen anzugreifen. Der Haas, der liegt Smoke auch gut, hat im Training auch gute Ergebnisse abgeliefert, aber der Mercedes von Mie und Pupti war da immer um eine Nasenspitze schneller.
Schauen wir mal, ob das jetzt auch im Rennen wieder der Fall sein wird. Im Moment führt Smoke und Sandro holt halt auch wieder auf. Ich weiß nicht, was die Jungs als essen. Vielleicht sind es einfach nur Spaghetti und die Jungs gehen darauf halt richtig ab und man kann es nur als Italiener. Aber Donny G und Sandro zeigen der Liga, dass sie hier zwar erst seit kurzem dabei sind, aber ganz vorne mitfahren können. Eine halbe Sekunde Abstand jetzt für Sandro, der hier versucht, dann an Pupti vorbeizuziehen. Der hat ja auch die kämpferische Natur. Ist noch ein junger Fahrer, das wissen wir auch, hat auch schon ein paar Rennen weggeworfen. Aber das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wenn er hier jetzt Pupti überholen kann, dann kann er einen Platz gut machen und das heißt für ihn mehr Punkte. DRS ist jetzt für ihn zur Verfügung. Er macht es gleich auf, direkt als es zur Verfügung steht. Reaktionszeit gleich 0,0 Millisekunden. Währenddessen Mi jetzt ein Platz sich verbessert auf Platz 8. Und Sandro ist nur 2 Zehntel hinten dran. Schauen wir mal, was jetzt hier abgeliefert werden kann. Jetzt durch das langgezogene S durch, geht jetzt auf die Kehre zu, damit auf die nächste DRS-Zone. Marcelo Pupti das nochmal verteidigt bekommt. Schwierig, schwierig für Pupti. Sandro jetzt in Angriffsposition, lauert jetzt auf Startziel. Muss jetzt im Windschatten bleiben und kann sich ransaugen. Das ist ein richtiger Moment abpasst. Er versucht das auf der Innenbahn wahrscheinlich. Er zeigt zumindest mal an, dass er hier jetzt auf der Innenbahn vorbei will. Und schafft es auch ganz locker. Sandro durch. Sandro Platz 3. Pupti geschlagen. Der Mercedes sieht hier in die Röhre. Und Smoke, ja, wird jetzt dann demnächst auch Bekanntschaft mit Sandro machen, wenn das so weitergeht hier. Musculus ist jetzt auch dran an Pupti. Also bei Mercedes läuft es gerade gar nicht so gut. Viele Problemchen. Musculus ist dran. Der war ja auch im Qualifying schneller als ich. Rechnen wir da eigentlich aus, dass Musculus vorbeiziehen kann. Der Einzige, der mithält mit den Mediums, ist tatsächlich im Moment Smoke. Das ist auch eine Überraschung, dass er mit den Mediums so gut klarkommt und alle um ihn herum halt mit den Roten unterwegs sind. Musculus dran an Pupti. Schau mal, wie das Duell dann für ihn ausgeht. Muss jetzt schauen, dass er mit dem Alpha hier gut Kontrolle kriegt. Schaden am Auto ist nicht zu sehen. Es war nur eine Berührung vorne an den Reifen. Vielleicht an der Aufhängung einen kleinen Schaden bekommen bei der Berührung mit Sandro. Aber Sandro geht's gut. Ich denke auch Musculus geht's gut. Er hat sich ja vom letzten Platz jetzt wieder hier auf dem 5. Platz vorgekämpft. Kann natürlich auch profitieren von dem Ausfall seines Teamkollegen, weil das Virtual Safety Car da dann auch an der Stelle dran war. Und natürlich dafür sorgt, dass man dann nicht so weit vom Feld weggezogen wird. Musculus also dran an Pupti. Mal sehen, ob der Mercedes jetzt nochmal eine Chance hat auf Startziel. Eventuell das falsche Setup gewählt, ich weiß es nicht. Da muss man dann nach dem Rennen fragen. Jetzt Musculus, aber neben der Strecke wird er ziemlich viel Zeit verlieren. Zum Glück gibt es die Auslaufzone in Sakir. Sonst wäre für den einen oder anderen das Rennen schon vorbei. Vorne Sandro, auch noch eine Sekunde Vorsprung. Musculus zu weit weg, darf nicht, doch darf DRS anmachen. Also hat er doch nochmal hier nochmal aufholen können. Pupti jetzt auch dran an Sandro, der viel Zeit verloren hat. Also Sandro hat jetzt fast nochmal eine halbe Sekunde verloren. Musculus sitzt dran, der will hier unbedingt angreifen, möchte die Position holen. Kürzt hier ganz schön ab, aber war noch mit einem Reifen auf der Strecke. Von daher ist es in Ordnung, das darf man so tun. Jetzt aber dran, jetzt versucht er es auf der Innenbahn. Und Pupti muss sich geschlagen geben. Der Mercedes reicht heute nicht, um die Jungs hinter sich zu halten. Damit Pupti jetzt auf Platz 5. Es sah so gut aus. Mi mit dem Fehler dann. Wahrscheinlich ein technisches Problem. Pupti jetzt zweimal das Nachsehen gehabt in den Duellen und damit ist Musculus auch vorbei und Sandro holt auf. Nur noch eine Sekunde fast Abstand zu Smoke. Und hinten dran haben wir Vampy mit 9 Sekunden Abstand, Dennis, Mi mit 22 Sekunden und Eclipse, der 30 Sekunden noch hinter Mi unterwegs ist. Und jetzt müssen wir mal schauen. Sandro möchte natürlich irgendwie an Smoke vorbei, hat auch die bessere Reifenwahl, zumindest für diese Situation. Denn die soften Reifen, die haben eben mehr Grip, die kann man ein bisschen besser rausbeschleunigen, bisschen schneller durch die Kurven ziehen, aber Smoke mit seinen Mediums ist da auch nicht so großen Nachteil. Wir sind ja hier extra auch in der Nacht unterwegs, dass die Strecke nicht ganz so heiß ist, deshalb geht es überhaupt, dass man hier die roten Reifen draufziehen kann. Sonst wäre das unmöglich, wie in Barcelona, wo es dann sehr hohe Temperaturen hatten und man nicht wusste, ob die Softreifen auch wirklich funktionieren. Am Ende haben es dann manche doch gewagt und es hat dann tatsächlich geklappt. Jetzt Smoke in die Box mit den Mediums. Was ist denn da los? Damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Taktik über den Haufen geworfen. Und damit Musculus vorbei, Pupti vorbei. Vampy wird vielleicht nicht vorbeiziehen und Smoke zieht sich wahrscheinlich, da zieht sich die harten Reifen drauf. Was ist da los? Mit der Taktik haben wir gar nicht gerechnet. Hat anscheinend komplett die Taktik über den Haufen geworfen oder
von Anfang an uns alle im Irrglauben gelassen, dass er hier mit den Mediums länger draußen bleibt und zieht jetzt die harten Reifen drauf. Was für ein Strategiewechsel hier bei RS Motorsport. Da bin ich echt gespannt, ob er mit denen jetzt auch durchfahren kann. Das wäre natürlich für ihn eine Stoppstrategie zur 9. Runde. Das wäre natürlich krass. Die Harten könnten das eventuell aushalten, aber es wird schon schwierig. Vielleicht nochmal zum Schluss die Roten. Das kann sein, dass man da nochmal dann mit den Softreifen rauskommt. Und Musculus ist dran an Sandro. Auch Sandro natürlich dann zu weit weg von seinem Teamkollegen. Aber jetzt 1 und 2 für Team Italia Racing. Unglaublich. Und Smoke auf Platz 6 rausgekommen, hinter seinem Teamkollegen. Wir wissen, dass Team Schweiz die Punkte unbedingt braucht von Musculus. Schade für Slow Coach, dass das heute nicht funktioniert hat. Da müssen wir aber auch nochmal dann schauen in dem VOD, ob es vielleicht auch eine Berührung mit Smoke gab. Das haben wir leider so nicht wahrgenommen. Von daher müssen wir da mal schauen. Jetzt Musculus dran an Sandro. Noch eine halbe Sekunde Abstand. 8 Runden haben die Jungs auf den Reifen. Und Sandro fährt jetzt an die Box. Damit für ihn der erste Stopp. Donny G war schon, der hat die Mediums draufgezogen. Wird jetzt auch überholt von Musculus. Wird ihn nicht weiter stören oder weiß er die Mediums? Jetzt auch Pupp die vorbei, die kann er aber wahrscheinlich schlagen. Die hat jetzt auch schon die letzten Duelle leider alle verloren. Und muss auch noch an die Box. Also jetzt Donny G und Sandro drin. Sandro jetzt auch auf dem Weg nach draußen. Schön gemacht, Smoke, 23 Sekunden Abstand, war aber schon in der Box. Hat aber die... Das sieht aus wie Mediums. Vielleicht ist die Anzeige auch nicht ganz korrekt. Da können wir nochmal genauer hinschauen. Sind das Mediums oder sind das... Das sieht eher aus wie Mediums an der Stelle. Okay. Vielleicht ist die Anzeige da auch an der Stelle nicht korrekt. Er hat wahrscheinlich nochmal Mediums draufgezogen. Aber da müssen wir nochmal drauf achten. Dass die Anzeige sind harte Reifen. Also könnte auch stimmen. Vielleicht haben sie nur die, ja, die falsche Bemalung. Was ich aber mir nicht anders erklären kann. Dass wahrscheinlich die Technik eher da spinnt. Aber wenn er die harten draufgezogen hat, dann ja, wäre das ein krasser Strategie-Change gewesen. Smoke also eine Sekunde vor Sandro. Der sich jetzt hier... Ja, wieder da einreiht, wo er vorher war. Nämlich eine Sekunde hinter Smoke. Vor den Jungs sind natürlich noch Pupti Musculus unterwegs und Vampy, der auch noch irgendwann in die Box muss. Bin gespannt, wie sich das alles dann auswirkt im Laufe des Rennens. Und wir sehen auch, dass Smoke hier 8 Sekunden Abstand hat zu seinem Teamkollegen. Jetzt wird er was verschmerzen können. Aber wir sehen Mediums. Das ist erstaunlich, dass die Anzeige hier bei uns nicht ganz korrekt ist. Da müssen wir vielleicht nochmal schnell gucken, ob wir hier irgendwas ändern können. Stops sind einer angezeigt. Das sehen wir es auch. Marcel ist da hinten dran. Donny G hat 2 Plätze verloren. Aber die Technik sagt, es sind harte Reifen. Interessant auf jeden Fall. Wir bleiben mal bei dem Duell Sandro gegen Smoke. Das ist immer das spannendste Duell hier. Um Platz 2 dann am Ende, weil vor den Fahrern noch einige an die Box müssen, außer Donny G. Und Sandro bremst sich ran, möchte hier tatsächlich auch die Außenbahn nutzen. Smoke macht da aber alles richtig, hat die Kampflinie gewählt. Und damit jetzt die Möglichkeit, auch für ihn weiterhin vorne zu bleiben. Aber eine halbe Sekunde Abstand nur noch. Jetzt ist Sandro dran, kann den Windschatten nutzen, kann dann eventuell auch mit DRS vorbeiziehen. Kommt jetzt stark drauf an, wann er hier dann nochmal näher rankommen kann. Die nächste Gerade ist dann in Sektor 2. Die kommt jetzt dann in 3 Kurven. Davor muss man aber erstmal stark abbremsen. Hier geht es dann nochmal mit voller Beschleunigung auf die nächste Kurve zu. Und dort muss man aufpassen. Jetzt geht es dann rein. DRS-Zone ist dann gleich für ihn auch möglich. Smoke ist drin, jetzt das DRS, was sieht, die Flügel hinten gehen auf und jetzt kommen sie hier angefahren. Sandro gegen Smoke, aber Smoke kommt hier tatsächlich gut weg mit seinem Haas und Sandro kann das DRS nicht wirklich nutzen. Jetzt vielleicht hier in den schnellen Kurven, da ist extrem wichtig, dass man viel Geschwindigkeit mitnimmt. Dieses S kann einem so viel Zeit kosten, wenn man hier falsch durch die Kurve fährt, falsche Linie wählt und zu viel Gas gibt oder zu viel abbremst. Das S ist tatsächlich dazu ausgelegt, auch Geschwindigkeit zu konservieren. Nächste DRS-Zone jetzt auch Startziel. Mal sehen, ob Sandro diesmal angreifen kann. Flügel sind auf. Sandro jetzt auf dem Weg, hier Smoke nochmal Probleme zu bereiten.
Der ist zu Ende. Jetzt muss Sandro aufpassen. Versucht hier tatsächlich, Smoke irgendwie aufzuzwingen, eine andere Linie zu fahren. Aber Smoke bleibt cool. Bleibt auf seiner Linie treu. Sandro immer ein bisschen weiter außen, versucht mehr Geschwindigkeit mitzunehmen. Das sieht man auch mal die Unterschiede zwischen den beiden Fahrern, was die Linien angeht. Sandro jetzt hier ein bisschen weiter innen, Smoke weiter außen, konserviert mehr Geschwindigkeit, um dann hier durch die Kurven durchzukommen. Hier auch gefährliche Stelle, da geht es jetzt gleich einen Berg runter. Da verliert man auch gerne mal ein bisschen Grip, weil ja die G-Kräfte andersrum wirken. Jetzt entscheidend, wie kommen sie beide aus der Kurve raus. Sandro ist dran, diesmal besser hier weggekommen. Jetzt kann er eventuell an Smoke vorbeiziehen. Aber man sieht es, auf der Geraden ist Smoke immer ein bisschen, einen Ticken früh auf dem Gas. Und dadurch bleibt er vorne. Und Sandro versucht, muss jetzt aufpassen, im S darf er nicht zu viel Zeit verlieren. Ist dran und fährt im Windschatten. Starke fahrerische Leistung hier, auch von dem ganz jungen Fahrer von Team Italia Racing. Und jetzt versucht er auf der Außenbahn zu bleiben. Smoke spielt seine Spielchen. Kein Windschatten. Wobei Dirty Air vielleicht für Sandro sogar schlimmer wäre. Musculus wurde jetzt überholt, weil er an der Box ist. Mi jetzt vorbei an Dennis. Und Musculus ist im Boxenstopp und der wird jetzt wahrscheinlich überholt werden. Jetzt Sandro nochmal dabei. Musculus kommt gerade raus. Da gibt es jetzt einen Dreikampf. Musculus kommt raus und kann hier aber in den Zweikampf nicht mehr angreifen. Smoke ist dran und jetzt gibt es die Berührung. Da gibt es die Berührung. Was für einen Zweikampf. Musculus bleibt weiter hinten. Sandro mit einem Fehler hat sich hier tatsächlich mit viel zu viel Geschwindigkeit in die Kurve begeben. Und damit jetzt Musculus dran an beiden und vorbei an Sandro. Aber Smoke mit einem Schaden vorne links, haben wir gesehen. Und auch vorne links bei Musculus ein Schaden. Also die beiden haben sich da anscheinend berührt. Sandro ist wieder dran. Mal schauen, was das für Auswirkungen hat. Für Musculus natürlich ärgerlich. Der hat hier jetzt seine erste Runde noch nicht mal beendet und schon einen Flügelschaden. Der hätte sich vielleicht ein bisschen zurückhalten sollen, die zwei Streithähne da dann fahren lassen. Smoke jetzt mit einer Sekunde Vorsprung, Sandro ist dran, wir sehen Musculus, oh, da kommt ganz schön heiße Luft hinten raus, aber das ist, glaube ich, normal. Sah aber gefährlich aus, da wäre es eventuell doch was am Motor sein könnte. Musculus versucht, den Windschatten wegzunehmen und Sandro hinter sich zu halten. Sandro mit einer besseren Position im Moment, kann hier die Innenbahn nutzen, viel Geschwindigkeit mitnehmen und Musculus mit einem riesen Boxenstopp hier an der Stelle. 1,613 Sekunden Vorsprung. Rückstand auf Smoke. Und Pupti jetzt auch im Boxenstopp, aber das könnte eventuell sogar reichen, dass ihr nochmal gut rauskommt. Schauen wir mal. Jetzt hier Startziel. Ja, Pupti fährt los. Das wird dir nicht reichen. Wahrscheinlich, um die Jungs hier hinter sich zu halten. Und Sandro greift an. Er möchte jetzt vorbei an Musculus. Der geht Flügelwechsel tatsächlich. Der geht in Boxenstopps. Pupti nicht rechtzeitig rauskommen. Pupti auch hinter Sandro und Musculus geht jetzt an die Box. Das scheint anscheinend der Flügelschaden dann zu groß zu sein. Und Smoke fährt weiter. Der hat ja auch einen Flügelschaden. Können wir ganz kurz drauf achten aus der Perspektive. Sehen wir es leider nicht. Vorne rechts tatsächlich bei ihm. Also da gab es die Berührung mit Musculus. Musculus wird durchgereicht. Der wird sich auch ärgern. Erst die Berührung mit Sandro nach dem Start. Jetzt hier die Berührung mit Smoke. Also nicht der beste Tag für ihn. Und meistens eher auch nicht so seine Schuld. Ja, keine Schuld von keinem. Ist halt ein Rennunfall, da kann man nicht wirklich was tun. Vielleicht hätte er da tatsächlich nach dem Boxenstopp kurz hinter den beiden bleiben sollen. Wäre die bessere Option gewesen. Sandro war eh gerade am Überholen und dann hat er den Fehler produziert. War zu schnell nach Startziel. Und ist der Elffach. Donny G halt mit 13 Sekunden Vorsprung. Der fährt halt hier vorne weg. Da gibt es nichts zu sagen, außer wieder mal Congratulations, Donny G. Du zeigst uns halt, was Schnellfahren heißt hier in Bahrain. Zumindest bis zur 14. Runde im Moment. Und Sandro ist dran. Dieser Zweikampf zwischen Smoke und Sandro. Unglaublich. Und Sandro probiert es wieder. Oh, da zieht Smoke ziemlich hart rüber. Da muss er aufpassen, kurz vor der Bremszone. Hätte auch leichte Berührung passieren können. Das wäre für ihn nicht ganz so glimpflich ausgegangen. Ja, jetzt sind sie auch vorbei an Wempi, der jetzt ein Boxenstopp ist. Und Sandro versucht es nochmal. Zeigt sich kurz im Spiegel. Smoke wieder mit der Tür zu.
kann Sandro eventuell hier nochmal angreifen, aber es reicht ihm halt meistens nicht, da sich nah genug an Smoke ranzupirschen, um eventuell nach der Kurve nochmal anzugreifen. Und er nutzt immer den größeren Bogen, um den Apex besser zu nutzen, den Scheitelpunkt der Kurve. Aber Smoke mit seiner Linie auch erfolgreich. Wir wissen alle, wie gut es läuft für Smoke, wenn er hier mal im Zweikampf ist. Der hat wirklich alles drauf, was man sich so vorstellen kann. Jetzt Sandro, ganz wichtig, dass er hier gut rauskommt. Aber da ist Smoke immer stärker in dieser Kurve. Da kommt der Renault von Sandro einfach nicht dran. Er sieht, er holt auch kaum auf. Trotz der ist. Das ist unglaublich. Aber der Zweikampf ist richtig spannend an der Stelle. Smoke jetzt ein bisschen weit rausgetragen. Eventuell jetzt der Vorteil auf Seiten von Sandro. Wichtig, dass er hier jetzt dran bleibt. Smoke nämlich ein bisschen dreckige Reifen jetzt gerade sich abgeholt, nachdem er neben der Strecke war. Kann eventuell jetzt auf Startziel eine entscheidende Wirkung haben. Mal schauen. Die S-Zone, ja, wieder sofort die Flügel offen. Smoke nimmt den Windschatten weg, damit diesmal kein Angriff von innen kommen kann. Smoke wieder mit derselben Linie. Also die beiden immer wieder mit demselben Bild nach Startziel. Und Sandro ist da dran. Aber Smoke ist eben auf Kampflinie. Der möchte nicht, dass jemand innen vorbeiziehen kann. Hinten dran sehen wir jetzt auch Pupti, die langsam aufholt. Oh, Musklos mit neuer schnellster Runde. Hat sein Flügel jetzt getauscht nochmal. Und Sandro ist dran. Der möchte angreifen. Pupti könnte vielleicht die Nutznießerin sein, indem sie sich jetzt langsam von hinten anschleicht und dann beide überholt. Wäre natürlich auch eine super optimale Situation für Mercedes an der Stelle. Sieht im Moment nicht ganz so gut aus, nachdem er hier eigentlich ein okayes Qualifying-Ergebnis abgeliefert hat. Aber Mi weit hinten. Pupti vierte ist okay, aber sie haben sich eigentlich mehr versprochen, vor allem Mi. 16. Runde wird gerade gefahren, 40 Runden, 41 Runden dann noch nach dieser. Ist noch genug Zeit, um hier die Strategie nochmal anzupassen. Ja, und Smoke immer mit einer anderen Linie. Man sieht, Sandro versucht eher Geschwindigkeit zu konservieren, die Reifen auch ein bisschen zu schonen, indem er einfach die weitere Linie wählt. Jetzt muss er aufpassen, wieder hier rein in die Kurve. Sandro ist dran, kann mit dem Rekordmeister in der BK Gaming Racing League mithalten. Das heißt auch schon mal viel. Und ist auch noch nicht eingefallen oder reingefallen auf die Tricks, die Smoke so liefert. Es gab einmal eine Situation, wo Smoke eben versucht hat, ihn ein bisschen abzulenken durch ein Manöver. Aber das hat auch Sandro gar nicht beeindruckt. Also Respekt vor dem Jungen, dass er hier so lange hinter Smoke auch fahren kann und sich nicht beeinflussen lässt. Da gibt es andere Fahrer, denen schon Schlimmeres passiert ist, als eben Sandro, der hier wirklich gut mithält. Und Smoke ist hier tatsächlich unter Druck. Das haben wir auch nicht so erwartet, dass hier der Rekordmeister von dem blutjungen Anfänger dann so unter Druck gesetzt wird. Aber Smoke weiß damit umzugehen. Er weiß, wen er dahinter sich hat. Und weiß auch, dass der Junge schnell sein kann. Deshalb versucht er ja auch auf Kampflinie alles zu regeln. Macht die Ideallinie zu, macht auch die Tür innen zu. Das sieht man hier auch wieder schön. Da kann Sandro gar nichts anderes tun, als hinten dran bleiben. In der Kurve gibt es auch keine Möglichkeit zu überholen tatsächlich. Also entsprechend ist es da einfacher. Aber man sieht es auch nach Startziele, macht Smoke direkt in die Tür zu. Möchte gar nicht, dass Sandro auf irgendwelche Ideen kommt. Oh, da steht ein Ferrari auf der Strecke, der muss aufpassen. Das dürfte fast Eclipse sein. Und ja, Pupti kommt immer näher dran. Jetzt 7/10 aufgeholt, 8/10 sogar fast. Und jetzt wieder auf Startziel. Da ist Sandro immer stark. Jetzt muss er hinten dranbleiben. Jetzt ist er viel näher dran. DRS aufmachen. Jetzt heißt Sandro Time oder Smoke Time. Smoke macht innen die Bahn so weit zu, wie es nur geht.
Und Sandro ist durch. Er kann tatsächlich hier Smoke auf der Geraden schlagen. Also ganz kurz zu Sandro vorswitchen. Nicht, dass er wieder einen Fehler macht. Innenbahn ist zu und Smoke versucht jetzt auf der Außenbahn. Aber Sandro ist da tatsächlich vorbeigezogen. Und Sandro kann sich den zweiten Platz in der 18. Runde holen. Und jetzt aber Smoke dran. Der will jetzt nochmal angreifen. Jetzt kann hier tatsächlich Sandro nochmal schlagen und zurückschlagen. Damit wieder der dritte Platz bei Sandro. Und Smoke zurück auf dem zweiten. Schöner Zweikampf hier von beiden. Fair geführt. Was für ein schönes Rennen von Renault und von Haas. Das wollen wir sehen, das ist Rennsport, genauso soll das laufen und Pupti guckt sich das von hinten an, ist auch dann schon bald beteiligt da drin, kann ein bisschen aufholen, wenn die beiden hier tatsächlich dann miteinander kämpfen. Smoke also unter Druck und Sandro auch, der konnte jetzt sich noch nicht ganz etablieren auf Platz 2, deshalb Smoke wieder auf Platz 2 und der will natürlich hier wieder nach vorne schauen, möchte auch Donny G einholen, aber der nutzt das Ganze, hat mittlerweile 23 Sekunden Vorsprung. Oh, kleiner Verbremser bei Smoke, das wird ein bisschen Reifen gekostet haben, aber nicht so extrem, dass Sandro jetzt daraus einen Vorteil ziehen kann. Sandro hat ja auch die jüngeren Reifen drauf, also da ein ganz, ganz leichter Vorteil für ihn. Jetzt kommt Pupti langsam dazu. Die möchte natürlich auch jetzt hier in den Zweikampf angreifen. Und einen Dreikampf draus machen. Mal sehen, wie Sandro damit dann umgehen wird, dass da auf einmal eine Pupti im Spiegel auftaucht. Die wird jetzt natürlich mit Mercedes versuchen, hier alles rauszuholen, was nur geht. Pupti ist dran, die versucht die Innenbahn zu nutzen, aber das wird ihr nicht gelingen. Sandro ist zu weit vorne. Und wir sehen, ja, Smoke hier mit der besseren Linie. Sandro fällt da wieder immer wieder ein bisschen zurück. In den Kurven ist Smoke auf jeden Fall stärker. Das haben wir schon auch hier gesehen. Auf der Geraden wird es schwierig für ihn. Klar, DRS hilft der Sandro auch um einiges. Und jetzt haben wir hier tatsächlich einen Dreikampf. Der hier entbrannt ist. Und Sandro muss aufpassen, dass er nicht dann hier von Pupti dann auch noch überholt wird. Aber nach vorne ist halt auch noch alles offen. Pupti ist dran, aber eine Sekunde Abstand. Muss wieder unter die berühmte Sekunde kommen, um DRS sie nutzen zu können. Schauen wir mal kurz nach. Sie kann es nicht zünden, war ein bisschen zu weit weg. Bahrain ist aber halt auch einfach eine schöne Strecke. Mir gefällt die Strecke. Ich bin sie selbst ja auch gefahren und muss sagen, ist eine schöne, feine Strecke. Es gibt ein paar Stellen, wo man aufpassen muss. Das sind vor allem die Bergabpassagen, wo es sehr rutschig werden kann, weil da eben auch der Grip dann nicht mehr so da ist, wie man es vielleicht ja, sich denkt, dass er da sein sollte. Die eine Kurve kurz vor der zweiten DRS-Zone, die macht auch ein bisschen Schwierigkeiten, weil man da sehr stark entschleunigen muss, muss da stark reinbremsen. Gibt es also dann tatsächlich die eine oder andere Stelle in Bahrain, wo man als Fahrer höchste Konzentration haben muss und sich da auch einfahren muss auf diese Stellen. Jetzt smoked es erstmal wieder über eine Sekunde Abstand. Musculus vorbei an Wempy. Der kann also hier vorbeiziehen. Schönes Ding, damit Musculus jetzt wieder auf Platz 5. Der kämpft sich halt auch wieder nach vorne. Unglaublich, was der Junge leistet. Der könnte so weit vorne fahren, gibt es das nicht. Die kleinen technischen Probleme oder Berührungen. Ja, mal sehen, wann die Jungs auch mit den Mediums reinkommen. Also die Hälfte des Rennens werden sie demnächst auch hinter sich haben. Das sind jetzt noch 5 plus 4 Runden, also 9 Runden noch. Ein Drittel haben wir jetzt ungefähr. Und die Hälfte wird dann heißen, dass ein paar Leute eventuell an die Box müssen. Vor allem zum Beispiel Eclipse, der mit 13 Runden Mii mit 16 Runden auf den Mediums. Die werden dann irgendwann Mitte des Rennens mal reinkommen müssen. Die Lage hat sich da ein bisschen entspannt. Jeweils ein bisschen über eine Sekunde Abstand. Damit Runde 21 eröffnet von Donny G. Der hat mittlerweile 25 Sekunden Vorsprung. Läuft jetzt dann gleich auf Eclipse auf. Ja, und Sandro scheint ein bisschen hier das Gas rausgenommen zu haben. Er will gar nicht jetzt mit Smoke mehr weiter mithalten.
versucht jetzt eher ein bisschen spritsparender zu fahren. Hat jetzt so fünf, ja, fast sechs Runden lang gepaced, hat versucht zu überholen. Hat einmal geklappt, dann wurde aber direkt wieder zurück überholt. Und jetzt ist er wohl ein bisschen im Spritsparmodus unterwegs. Weiß auch nicht, wie viele Jungs getankt haben, das muss man sich dann nochmal anschauen. Aber es scheint zu laufen. Pupti kommt so ein bisschen ran. Bevor es aber zum Zweikampf dann gleich kommt, werden wir kurz in eine Pause gehen und sind dann gleich wieder für euch da. Euer Tiger für BK Gaming Racing League. Bis gleich, obwohl, wartet mal kurz. Sandro ist wieder dran hier an Smoke. Ich glaube, da bleiben wir doch nochmal dran. Pause wird dann ein bisschen verschoben nach hinten. Sandro also dran, 6 Zehntel an Smoke. Da wollen wir dann gar nicht wegschalten, ist viel zu spannend jetzt gerade. Eine Sekunde hätte ich gesagt, wir haben noch so zwei Runden, bis er wieder in Angriffsstellung kommt. Aber jetzt unter einer Sekunde müssen wir dranbleiben. Es geht nicht anders. Und das ist auch schön so. Es ist gut so, dass hier zwei Kämpfe da sind. Dass hier RS Motorsport gegen Italia Racing antritt und Pupti da auch so ein bisschen mitmischt. Das macht Spaß zum Zuschauen. So muss das sein. Und Sandro sucht natürlich hier alles, um nochmal ranzukommen. Pupti jetzt wieder ran. Also da können wir jetzt gerade gar nicht weggehen. Deshalb bleiben wir auch hier jetzt im Rennen und werden die Pause nach hinten verlegen. 8 Zehntel hinter Sandro und Sandro 8 Zehntel hinter Smoke. Kampf um Platz 2. Ja, und Smoke ist weit nach innen gezogen. Da holt Sandro auf. Immer gespannt. Band, wie sich das dann alles noch auswirken wird. Dadurch Sandro jetzt wieder dran. Also Smoke hat da sehr viel Zeit auf der Geraden verloren. Hat die Tür halt innen wieder zugemacht. Zweite DRS-Zone. Es gibt hier insgesamt drei Stück. Eine ist auf Startziel, eine direkt nach Startziel, nach der Schikane. Und dann gibt es noch nach der berühmten 90-Grad-Kurve in Sektor 2 dann tatsächlich nochmal die DRS-Zone. Das sieht man auch hier grün markiert auf der Karte, wenn ihr da mehr Informationen rausziehen möchtet. Und wir sehen Smoke nur noch 3 Zehntel vor Sandro. Spannender Dreikampf hier zwischen Mercedes, Renault und Haas. Wichtig wird auch die Frage sein, wann wer in den Box muss. Die Mediums dürften schon ihre 20 Runden Minimum halten. Daher wird es noch ein bisschen dauern, bis hier die drei irgendwann in den Box müssen. Pupti eigentlich mit dem Vorteil, weil sie die besseren Reifen, also die jüngeren Reifen drauf hat. In Sektor 1 gibt es gerade ein paar kleine Probleme, aber da dürfte Eclipse gerade überrundet worden sein, neben der Strecke kurz sich befunden haben. Ja, und Pupti ist dran, eine halbe Sekunde nur noch. Also da geht es immer hin und her. Die Zeiten werden immer wieder vor und zurück verschoben. Aber Donici nutzt es halt schon wieder 2 Sekunden, seitdem ich das mal drauf geschaut habe, hier Vorsprung rausgefahren. 27,222 jetzt. Also der kann in die Box und sich sagen, ja, Jungs, ich gehe an die Box und bin trotzdem noch vorne, auch wenn ihr nicht an die Box fahrt. Das ist unglaublich, aber so ist halt Donici, der fährt hier eine grandiose Runde nach der anderen und ein grandioses Rennen nach dem anderen. Also Respekt dafür, neu in die Liga gekommen und gleich mal Pole Positions holen, Siege holen, vorne wegfahren, dann vielleicht doch mal nicht siegen, weil man ausfällt, aber trotzdem, also ich habe echt großen Respekt davor, wie Donici sich hier in der Liga angemeldet hat. Sandro 8 Zehntel hinten dran. Das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Pupti muss da halt auch schauen, ob sie irgendwie mithalten kann. Mie ist so ein bisschen abgeschrieben aus dem Ganzen. Sie ist 7 Sekunden hinter Vampir. Man sieht schon, das Feld ist gar nicht so weit auseinandergezogen. Maximal einen halben Sektor im Moment. Klar, bis auch vielleicht Eclipse, der da noch weit hinten fährt. Aber der Rest ist nicht so weit weg. Der Einzige, der dann hier tatsächlich fast einen Sektorabstand hat, das ist dann Donny G. Ja, und Haas war ja auch bei Mercedes noch irgendwie zu Gast, haben wir aus den Interviews auch gehört. Was da genau gesprochen wurde und wie es da Unterstützung gab, das wissen wir nicht. Eventuell ein paar
Ratschläge für das Setup, das sie selbst dann auch gebaut haben. Haben ja beide auch Mercedes-Motoren drin. Vielleicht gab es da auch einen Austausch dazu. Naja, kann es natürlich sein, dass hier die beiden Teams, was die Motoren angeht, mal ihre Erfahrungen ausgetauscht haben. Natürlich eine gute Möglichkeit hier. Santo im Renault gut unterwegs eigentlich. Gespannt, wie es dann für ihn laufen wird. Das ist ein Doppelpodest ist drin. Er ist eigentlich schneller wie Smoke auf den Geraden. In den Kurven fehlt es noch ein bisschen. Und Smoke weiß halt auch, wie er hier die jungen Fahrer hinter sich halten kann. Marcel, also Wempy, ist da noch nicht ganz so stark angekommen. Der ist bei 7 Sekunden im Moment hinter Musculus auf Platz 6. Aber das ist okay. Er hat ja eine kleine Pause einlegen müssen, war dann Testfahrer bei RS Motorsport. Kam jetzt wieder, nachdem Ralle nicht mehr im Team ist, wieder zurück. Und wir sind halt mal gespannt, wie er sich dann schlagen kann. Die starken Zeiten von Wempy liegen schon 2-3 Jahre zurück. Aber er ist immer noch ein guter Fahrer und zeigt es auch hier heute wieder in Bahrain mit Platz 6 im Moment. Ja, und Pupti im Mercedes muss eigentlich hier angreifen. Er hat einen stärkeren Motor, müsste es nutzen können, aber es ist halt eben Sandro, der ist unglaublich schnell. Dass der mit dem Renault so viel mehr Power aus dem Auto kitzeln kann wie ein Pupti aus dem Mercedes, ist auch halt einfach ein Phänomen für sich. Donny G auch, der im Renault hier auf Platz 1 unterwegs ist, das ist unglaublich. Jetzt aber Pupti dran, versucht jetzt hier auf der Innenbahn an Sandro vorbeizukommen, aber da reicht der Abstand nicht. Da war es noch zu langsam. Aber man sieht schon, der Mercedes kann ziehen. Der kommt hier auch mal ran auf der Geraden. Insgesamt das Feld enger zusammengefühlt. Also Bahrain scheint den Fahrern allen zu liegen. Klar, Slow Coach ausgeschieden, das kann passieren. Kleiner Rennfehler, kleiner Rennunfall, das wissen wir nicht genau. Da müssen wir nochmal ins VOD dann später schauen. Aber bei Pupti und bei Sandro ist alles fein. Musculus natürlich mit den Kleinigkeiten, die ihn da getan haben, eben die Berührung mit Sandro am Anfang, dann die Berührung mit Smoke auch mitten des Rennens, direkt nach dem Boxenstopp. Alles nicht optimal gelaufen bei Musculus, der könnte da auch weiter vorne stehen. Aber dafür ist er jetzt auf Platz 5, das muss ich mal überlegen, ne? Hat einen Boxenstopp mehr wie der Rest. Gucken wir ganz kurz auch mal rein, da fehlt ihm auch nur 39 Sekunden auf den Führenden, also ist gar nicht so viel Abstand. Gucken wir mal Stops, er hat 2, der Rest hat alles einen Stop gemacht, also da an der Stelle auch großen Respekt für Musculus, dass er trotz einem Stop mehr so nah noch dran ist. Könnte wahrscheinlich auf Platz 2 fahren, wenn er die Situation es zugelassen hätte. Die jetzt in der Speed Trap auch wieder unterwegs. Schnell auf jeden Fall gewesen. Schauen wir mal, was sie dann hier abliefern kann. Na, fährt da Smoke an die Boxen? Nee, der fährt nur wieder sehr nah an der Boxenmauer entlang. Das macht er sehr gerne. Um hier eventuell auch die Innenbahn zu schützen und den Fahrern hinter sich den Windschatten zu nehmen. War auch jetzt schon sehr oft beobachtet, wie Smoke da an der Boxenwand entlang fährt. Ja, und Pupti kommt dran. Also die drei Fahrer sind jetzt hier im Zweikampf, Dreikampf unterwegs. Aber Smoke ist so ein bisschen raus. Smoke ist da jetzt im Moment nicht in Gefahr, aber halt in Reichweite. Eher zwischen Sandro und Pupti entsteht da immer wieder mal ein Zweikampf. Da sieht man auch die unterschiedliche Linie. Diesmal Smoke, er nutzt eine andere Linie wie Sandro. Sandro eher immer darauf bedacht, ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu konservieren. Zumindest von seiner Linie her fährt er immer ein bisschen weiter außen an. Hier auch Smoke viel enger um den Apex rum. Das ist aber auch hier an der Stelle viel wichtiger, weil man viel schneller, früher auf dem Gas stehen kann. In den anderen Kurven kommt Sandro tatsächlich ganz gut mit. Aber vielleicht ist es auch viel zu viel Geschwindigkeitskonservierungsstrategie bei ihm. Da muss er also schauen, ob sich das für ihn lohnt. Klar, die Reifen werden dadurch ein bisschen besser geschont. Die Frage, wie das Setup sich da auch auswirkt. Smoke vielleicht auch ganz anderes Setup, muss die Kurve noch anders fahren. Da ist jeder Fahrer sich selbst überlassen und wird für sich schon das beste Setup finden. Schauen wir mal. Ja, DRS-Zone wieder, da darf er es ausmachen. Und Smoke wieder. Boxengasse, Boxenmauer ist sein Thema. Da möchte er heute tatsächlich einfach rausfahren, Windschatten wegnehmen. Und jetzt zieht er wieder auf die Ideallinie.
Jan Musculus holt auch auf. Also der kommt jetzt auch immer näher dran. Der Einzige, der hier noch schneller ist als Musculus, ist Donny Chi, der einfach mal jetzt fast 30 Sekunden Vorsprung hat. Und hier sein Rennen fährt. Der Rest hinter ihm interessiert ihn gerade nicht wirklich. Der möchte hier einfach nur so viel Vorsprung rausfahren, wie es nur geht. Aber jetzt hat er auch mal wieder irgendwie 2 Sekunden irgendwo verloren. Unglaublich. Sektor 2, gelbe Flagge. Da scheint vielleicht wieder ein Ferrari irgendwo falsch zu stehen. Oder sind die 2 Sekunden, die Donny Chi da verloren hat? Und wir sehen auf der Karte jetzt gerade nichts an der Stelle. Der Dreikampf ist halt hier super spannend. Musculus wird vielleicht sogar noch einen Vierkampf draus machen. Also, das sind jetzt gerade alle Teams beteiligt, die noch hier im Rennen dabei sind. Ferrari, außer Ferrari, Dennis und Eclipse sind hier zu weit weg und zu viel Zeit verloren. Schade für Dennis. Ich habe eigentlich gedacht, in Bahrain, das ist so eine Strecke, die ihm liegen könnte. Aber vielleicht hat er seine Schwierigkeiten, so wie ich sie auch am Anfang hatte, mit den etwas rutschigen Stellen hier auf der Strecke. Ja, da kommen jetzt beide Fahrer wieder angerauscht nach Startziel, bremsen hier jetzt in diese Rechts-Links-Kombination rein. Es verändert sich aber tatsächlich gerade noch nicht so viel. Immer noch dieselben Abstände. Die einzige, die sich so ein bisschen verabschiedet hat, ist Pupti. 1,7 Sekunden, vielleicht auch ein bisschen die Reifen jetzt schon. Sandro und Smoke jeweils mit 19 Runden, 18 Runden auf ihren Reifen unterwegs. Und Pupti erst mit 14. Vielleicht wartet sie auch jetzt einfach ein bisschen ab, ob da vorne sich noch was tut. Vielleicht ein bisschen aus der Dirty Air vielleicht auch raus, das natürlich dem Motor nicht ganz so gut tut. Bedeutet, wenn ihr Dirty Air nicht kennt, bedeutet, das ist halt verwirbelte, warme Luft, die ein Auto hinter sich erzeugt. Zumindest in dem Aerodynamik-Setup, das halt die meisten hier dann haben. Was bedeutet für den Dahinterfahrenden, dass der Motor nicht gut gekühlt wird. Und die Aerodynamik auch Probleme hat, weil man eben da an der Stelle dann Verwirbelungen vor sich hat, die man nicht unbedingt will. Und die warme Luft ist halt ein Problem für den Motor. Das könnte Pupti im Moment ein bisschen sich zurückfallen lassen haben, weil sie gemerkt hat, der Motor wird zu warm. Diese Information hat man ja auch alle zur Verfügung ständig, wenn man darauf achtet. Und kann die dann auch entsprechend nutzen, um über die gesamte Renndistanz besser dazustehen. Sandro jetzt wieder mit DRS. Schauen wir, was sich diesmal wieder ransaugen kann. Diesmal bleibt Smoke auf der linken Bahn. Und Sandro versucht ja zumindest sich ranzusaugen. Und Smoke macht es souverän. Muss man schon so sagen, also der Rekordmeister auf Platz 2, das ist auf jeden Fall auch etwas, das ihn ärgern wird, weil er mit Donny Chi nicht mithalten kann, aber er kann zumindest Sandro hinter sich halten. Wahrscheinlich im selben Auto, mit demselben Setup halbwegs unterwegs ist, mit ja, eigenen Präferenzen an der Stelle halt eben auch. Und Musculus holt auf, der ist nur noch 2,8 Sekunden hinter Pupti. Unglaublich. Also ich mich frage, warum die Technik eigentlich dachte, dass Smoke jetzt die harten Reifen drauf hat. Aber wie gesagt, die TV-Bilder sagen eine andere, erzählen uns eine andere Geschichte. Vorne jetzt auch noch Eclipse, der dann überrundet werden kann. Wir sehen, Dennis. Eclipse jetzt an der Box. Der ist auf Platz 9 im Moment. Der hat über eine Runde, oder fast eine Runde Abstand auf seinen Teamkollegen. Da also auch im Moment noch nicht alles so, wie es laufen soll. Dennis also jetzt hier vor dem Dreierpack, der jetzt angerauscht kommt. Angeführt von Smoke. Was heute tatsächlich mal für die meisten gut läuft, außer vielleicht für Musculus, ist wenig Berührung. Die Flügel sind alle ganz. Das haben wir ja im letzten Rennen schon erlebt. Da ging in Baku doch einiges zu Bruch. Bei Smoke vorne rechts fehlt immer noch ein Teil des Flügels. Ja, gelb, da lässt Dennis überholen und lässt jetzt auch Musculus vorbei. Damit also fair von Dennis sich hier aus der Affäre gezogen. Oder war das...
war das tatsächlich Eclipse. Ich glaube, es war sogar Eclipse, der da gerade aus der Boxengasse rauskam. Dennis macht jetzt auch Platz, weiß halt, da kommt jetzt gleich ein Dreierpack vorbei. Und Musculus wird er dann auch noch vorbeilassen. Ja, da muss er jetzt aufpassen, dass Musculus nicht zu großen Nachteil davon hat. Klar, er muss auch nicht alles überall Platz machen, aber er sollte zumindest aufpassen, dass der Musculus nicht zu viel Zeit nimmt, weil der war ja jetzt dran und hat sich bis auf 2,3 Sekunden rangesaugt. Oh, puppt die jetzt dran hier an Sandro. Mal sehen, was hier passiert. Da sieht man schön den Ferrari auch. Und Dennis und von Eclipse, die hier kurz mal in der Gruppe mitschnuppern dürfen, auch wenn sie hier eine bzw. fast eine Runde hier hinten dran sind. Dennis und Rainer Schmidt auf jeden Fall, also Eclipse, die jetzt von allen überrundet worden, vielleicht auch, nee, von Mii wahrscheinlich noch nicht. Auch von Vampy wahrscheinlich noch nicht, also entsprechend, und nicht von allen, aber von vielen. Vor allem von dieser Gruppe, die jetzt immer größer zu werden scheint, wenn Musculus jetzt dann demnächst auch noch dazu stößt. Und vorne immer noch Smoke, der weiß halt, dass er hier alle Karten auf seiner Seite hat. Ja, fährt diesmal auch nicht ganz so weit rüber, aber fährt eher in der Mitte der Strecke. Jetzt ist Pupti dran, da müssen wir ganz kurz schauen. Jetzt berührt sie hier tatsächlich, sie berührt Sandro und damit eigentlich einen Rennfehler. Sandro wird überholt und Pupti muss ihn eigentlich wieder zurücklassen. Musculus damit jetzt vorbei und Sandro wird sich ärgern, weil Pupti ihn von hinten erwischt hat und da kann er tatsächlich nicht viel machen. Pupti damit jetzt vorbei und auf Platz 4. Fair wäre es, wenn sie jetzt Sandro wieder zurücklassen würde, weil es war eigentlich ihr Fehler an der Stelle, in dem sie ihn gedreht hat. Schauen wir mal, ob da noch was passiert. Schade an der Stelle, also wirklich schade für Sandro. Der hat so gut ausgeschaut und dann kommt diese Drehung. Pupti hat tatsächlich vorne keinen Schaden bekommen. Sandro scheint auch noch hier in Ordnung zu sein. Vielleicht hinten rechts noch kurz den Reifen beobachten. Das sieht ein bisschen unrund aus. Aber da scheint auch noch alles in Ordnung zu sein. Also da die Berührung auf jeden Fall sehr krass gewesen. Pupti zu spät auf der Bremse gewesen. Und jetzt muss halt Sandro schauen, was er da aus der Situation macht. Smoke ist der Nutznießer, hat jetzt 4 Sekunden Vorsprung vor Musculus. Und Pupti ist dran. Ja, und mit dieser unglücklichen Folge von Ereignissen werden wir jetzt auch nur kurz in die Pause gehen. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Euer TechH für BK Gaming Racing League. Bis gleich. Ja, und mit dem Boxenstopp von Smoke melden wir uns zurück. Pupti hat in der Zwischenzeit Sandro auch fair vorbeigelassen. Muss man auch sagen, ist richtig faire Aktion von ihr. Wir sind zurück aus der Pause. TechH für euch, für BK Gaming Racing League. Smoke in der Box. Jetzt scheint die Anzeige auch zu stimmen. Er hat jetzt die Mediums draufgezogen.
Und Wempy hat die harten Reifen drauf. Also irgendwie gab es da anscheinend ein kleines technisches Problem, weil Wempy ist 18 Runden jetzt auf den harten Reifen unterwegs. Da war anscheinend die Anzeige nicht ganz korrekt in der Technik. Das wurde jetzt auch gelöst. Von daher sind wir jetzt hier wieder top aktuell informiert. Pupti hat, wie gesagt, sehr, sehr fair Sandro vorbeigelassen. Muss man auch sagen. Sie hat dann kurz langsam gemacht, als Sandro wieder dran war und hat ihn dann vorbeiziehen lassen, weil sie wusste, das war ihr Fehler nach der Startziel. Nach Startziel in der ersten Kurve. Und jetzt kann sie natürlich wieder angreifen, hat DRS zur Verfügung und ist hier dran an Sandro. Auch wenn Smoke jetzt durch ist, der hat natürlich seinen Boxenstopp gerade erledigt, hat nochmal Mediums draufgezogen und möchte mit denen jetzt zumindest, ja, wahrscheinlich kurz vor Rennende oder bis zum Rennende durchziehen. Und Smoke ist vorbei an Wempy, der mit den harten Reifen hier nicht mithalten kann. Ja, damit RS Motorsport 5 und 6 und da hinten dran haben wir noch Mii, die auch 1,8 Sekunden weg ist. Damit Pupti noch 8 Zehntel dann dabei. Und Pupti möchte natürlich an der Stelle jetzt dann wieder richtig angreifen, nachdem sie hier Sandro einmal aus Versehen fast gedreht hätte und ihn dann aber fairerweise wieder zurück überholen hat lassen. Daher faire Aktion von Motorpower und Pupti. Und Mii ist jetzt dran an Wempy, also da müssen wir auch mal kurz schauen, ob der Mercedes von Mii heute richtig gut geht. Hat auch die Mediums drauf. Vier Zehntel Abstand nur noch. Und Mii ist dran. Ja, bei Marcel, bei Wempy weiß ich noch nicht so genau, ob die harten Reifen nicht die falsche Wahl waren. Er kann aber nicht mit dem Feld mithalten, aber er hat jetzt auch schon 19 Runden drauf, kann eventuell auch länger mit denen draußen bleiben. Zum Schluss wird es vielleicht nochmal die Softreifen geben, mal schauen. Mit denen kann er eventuell nochmal angreifen. Bin ich gespannt, was dann seine Entscheidung und taktische Vorgabe dann auch war an der Stelle. Und Mii möchte natürlich hier vorbei an Wempy. Ihr Anspruch war eigentlich Podium. Und das ist noch 4 Plätze weit weg. Aber das Feld ist nah beisammen. Außer Donny G, der geht jetzt in die Box nach 25 Runden auf den Mediums. Die kann er eventuell nochmal draufziehen. Aber holt tatsächlich die harten Reifen. Möchte wahrscheinlich jetzt auf Nummer sicher gehen, dass er nicht mehr nochmal in die Box muss. Hat sich die harten Reifen draufgezogen. Schönes Ding auf jeden Fall. Von Donny G, der wieder mal beweist, warum er ganz vorne fährt. Musklus wird jetzt ein bisschen aufholen, aber der wird auch demnächst an die Box müssen. Jetzt kommt Sandro rein, der holt sich jetzt auch in der 25 Runden wahrscheinlich auch die harten Reifen. Mal schauen, ist jetzt die gleiche Strategie beide gehabt, damit Sandro jetzt an der Box und Mii ist immer noch dran. Sandro holt sich Mediums ab. Also der möchte hier mit den Mediums weiterfahren. Smoke vorbei, Pupti vorbei. Und Wempy wird auch noch vorbeiziehen. Mii zieht auch vorbei. Also es fällt sehr eng beieinander. Sandro damit jetzt auf Platz 7. Sieht man schon. Ein Boxenstopp und auf einmal landet man auf Platz 7. Als nächstes wird Wempy dann, na, Pupti wahrscheinlich reinkommen. Genauso Musculus. Also die müssen auch nochmal rein. Die werden dann auch ein paar Plätze verlieren. Damit Sandro sich hier wieder vor Musculus wahrscheinlich einreihen können. Schauen wir mal. 25 Runden bis jetzt das Maximum auf dem Mediums gewesen. Donny G möchte mit den Harten zu Ende fahren. Hat aber auch jetzt einen Boxenstopp mehr als Musculus. Zumindest was die geplanten Boxenstopps angeht. Und Musculus hat halt auch alles richtig gemacht. Und der war ab 2 Rührungen gehabt. Zweimal ist er ganz weit nach hinten durchgespielt worden und zweimal, dass ich wieder so nach vorne gekämpft. Das muss man auch mal sehen. Also starkes Rennen von Musculus. Wenn die zwei Dinge nicht gewesen, hätte Donny G vielleicht auch ein paar Problemchen mehr da vorne. Mii 31 Runden auf den Mediums. Das ist auch brutal. Die Reifen müssen auch bald zu Ende sein. Dafür ist da wahrscheinlich fast gar kein Gummi mehr drauf. Außer sie ist sehr schonend mit diesen Reifen umgegangen. 31 Runden ist halt schon eine Hausnummer. So, Musculus ist an der Box, fährt jetzt wieder raus. Pupti ist auch an der Box. Und Sandro kann nicht vorbeiziehen. Bleibt hinter Mii, kann nur Pupti überholen. Und damit Musculus weiterhin vorne.
Knie 4 Zehntel dran an Vampy. Jetzt haben wir hier tatsächlich nochmal zur Mitte, fast Mitte des Rennens nochmal eine richtig spannende Situation. Bis auf zwei Fahrer ist das gesamte Feld, drei Fahrer, weil wir müssen Don Chino rausrechnen, innerhalb von 6, 7 Sekunden. Und hinter mir ist Sandro, der jetzt angreifen möchte, muss aufpassen, dass er hier nicht seinen Flügel kaputt fährt. Und jetzt kann er vielleicht auf der Innenbahn nochmal, aber das sieht man schon. Oh, der Ferrari war da gerade so ein bisschen im Weg gestanden. Huh, ich hatte schon Angst, dass es da jetzt eine Berührung gibt. Oh, Mi, ja, das sieht man auch, das Heck, das bricht schon ein bisschen aus, also da musst du vorsichtig sein. 32 Runden jetzt auf den Mediums. Das ist schon eine Hausnummer. Da muss man auch erstmal mit zurechtkommen, dass man hier das halbe Rennen auf Mediums über die Strecke saust. Und am Schluss wird es dann halt wie auf Seife sein. Da lassen die Reifen eben nach. Man sieht es auch, ja. Man sieht bei Sandro, wie glänzend die Reifen noch sind und wie matt die da bei Mi dann auch ausschauen. Ne? Der Unterschied ist eklatant. Also die kann ja fast keinen Grip mehr da haben auf ihren Reifen. Die sind fast am Ende. Ich bin gespannt, wann sie reinkommt, ob sie nochmal hier eine Runde mehr draufpackt. Sie will, denke ich, bis... Ja, jetzt kommt sie rein. Damit jetzt Mi auch in der Box und damit haben wir fast alle, die jetzt hier an der Box waren und in den Top 7 gerade unterwegs sind. Die ist auch vorbeigezogen, damit jetzt Sandro auf Platz 5. Vampy auf 4, der hat schon 22 Runden auf seinen harten Reifen. Wenn man sich das so anschaut, kann er eventuell damit sogar zu Ende fahren. Wir gucken mal ganz kurz die Stops an. Und sehen, es sind jetzt alle, bis auf Marcel, auf 2 Stops. Und Musklus hat eben 3 Stops machen müssen, weil er seinen Flügel reparieren wollte. Und wir sehen auch jetzt gleich dann das Duell dann wahrscheinlich zwischen Vampy und Sandro. Vampy kann eventuell tatsächlich mit den Reifen zu Ende fahren. Er hat noch 20 Runden. Es ist machbar, wenn er es halbwegs schonend fährt. Sandro mit der besseren Linie eigentlich. Das merkt man jetzt auch gleich. Er ist viel besser dran. Smoke kommt da immer besser und besser weg. Aber Vampy ist jetzt unter Bedrängnis. Sandro kommt an, Donnici jetzt mit der schnellsten Runde hier in Bahrain, in Sakhir. Und Sandro möchte, er ist Motorsport 1 auswischen, nochmal Platz zurückerobern. Auch Smoke jetzt stark eigentlich, 5 Sekunden Vorsprung vor Musculus. Schnellste Runde jetzt von Musculus. Unglaublich. Jetzt Sandro vorbei, weil Vampy an die Box geht. Der geht nach 22 Runden auf den harten Reifen hier an die Box. Wahrscheinlich hat er seine Reifen doch nicht so schonen können oder hat sich eine neue Strategie überlegt. Ich hätte eher erwartet, dass er nochmal 10 bis 15 Runden nochmal draußen bleibt, um dann die Roten drauf zu ziehen. Aber er zieht jetzt tatsächlich Roten drauf. Okay. Das sind 19 Runden auf den Roten. Da bin ich gespannt, ob das halten wird. Boah. 19 Runden. Vielleicht zieht er zweimal die Roten drauf. Mi ist jetzt auch vorbei. Da ist jetzt das Duell. Mi gegen Vampy. Und Vampy versucht sich hier noch im Kampf zu halten. Aber Mi ist vorbei. Die Reifen, die neuen, die sind halt eben auch ein bisschen rutschiger, bis sie auf Temperatur sind. Ah, der Zweikampf. Jetzt Vampy mit Problem. Mi wieder vorbei. Vampy musste hier zu stark abbremsen. Zu schnell gewesen. Hat es rechtzeitig noch bemerkt. Damit Mi jetzt vorbei. Schöner Zweikampf hier jetzt zwischen den beiden Fahrern. Mercedes gegen Haas an der Stelle. Und Vampy versucht es halt nochmal. Eine halbe Sekunde Abstand zwischen den beiden. Vorne ist es ein bisschen ruhiger geworden. Und da hat tatsächlich ein Fahrer, ich glaube es war Dennis, hat hier Probleme. Der Ferrari war neben der Strecke ganz kurz. Ja, und Vampy hier 4-5 Zehntel hinter Mi, die muss jetzt hart kämpfen, hat 4 Runden auf ihren Mediums drauf. Die Roten von Marcel werden da tatsächlich auch gut halten. Hat sich kurz verbremst, das darf er nicht so oft tun.
Das kostet dann zu viel Reifen. Wenn er mit denen zu Ende fahren will, dann muss er echt wirklich aufpassen, was er mit diesen Reifen anstellt. Bin gespannt, wie lange die halten oder ob er mit denen bis zum Ende durchhalten kann. Wie gesagt, 19 Runden wäre schon sehr viel mit diesen Reifen. DRS jetzt zur Verfügung, jetzt versucht er mir hier zu überholen. Und man sieht, er ist jetzt eigentlich schon vorbei. Mit DRS geht es natürlich recht einfach. Zumindest für Vampy jetzt gegen Mi. Mi kann aber jetzt eventuell die Geschwindigkeit nutzen, um wieder zurückzuschlagen. Aber Vampy ist zu weit weg. Der hat es jetzt stark gemacht, damit Mi auf Platz 7. Und Vampy auf Platz 6. Musklus holt langsam auch wieder auf nach vorne. Pupti auf Platz 5. Ja, Sandro, der ist 6 Sekunden weg, aber da gab es auch die Berührung von Pupti, was echt schade war für ihn, weil er war da vorne im 2-3-Kampf richtig gut drin. Musklus nur noch 1,8 Sekunden weg von Smoke. Der hat auch seinen Boxenstopp gemacht, genau. Donny G, der fährt mit den Harten zu Ende. Das wird ihn Zeit kosten, also Smoke wird jetzt nochmal aufholen. Sieht's auch. Statt 29 Sekunden nur noch 26 Sekunden. Aber wenn es dabei bleibt, dass er immer nur so wenig verliert, wird es bis zum Rennende lang. Muskellos versucht es natürlich. 1,3 Sekunden Abstand auf Smoke. Und da ist jetzt halt entscheidend, wie schnell und wie gut kommt er ran. Und wo kriegt der Smoke zu fassen? Na, wir haben es schon gesehen. Sandro hat sich die Zähne ausgebissen an Smoke. Mal sehen, ob Muskellos hier den besseren Biss hat. Und Vampy mit einer neuen schnellsten Runde. Jetzt legt er aber los hier auf den roten. Unglaublich, was er mit den Softreifen jetzt auf einmal rausholt. 21 Sekunden auf Pupti, das könnte sogar noch bis zum Rennende lang, wenn er denn mit den roten durchfahren kann. Das ist immer die ganz, ganz große spannende Frage. Schafft das hier mit den Reifen durchzuhalten bis zum Rennende? Auch der Einzige, der jetzt eher auf den Softreifen unterwegs ist. Die Mediums sind immer sehr beliebt. Ganz vorne Donny G, der kann es sich aber auch leisten. Mit dem Abstand, den er nach hinten hat, mit den harten Reifen. Und sonst nur Mediums. Und ich glaube, fast Eclipse wird nochmal in die Box kommen müssen. Ja, obwohl es könnte lang. Die Mediums werden draußen bleiben. Bei Vampy weiß ich nicht. Der mit den Softs hier durchhalten kann. Er muss jetzt halt irgendwie schauen, dass er hier sehr, sehr viel Zeit gut macht und Vorsprung rausfährt. Da, wenn man pro Runde eine Sekunde rausfahren kann und er dann 10 Sekunden Vorsprung hat, ist es auch nicht optimal. Da müsste er fast 2 Sekunden rausfahren, damit er hier vorne bleibt dann. Oh, Musklus mit der neuen schnellsten Runde. Und wir sehen es, er versucht es jetzt aus und jetzt versucht er am Haas vorbeizukommen. Musklus gegen Smoke. Oh, da macht er fast den... hat er fast den Fehler. Hat ihr den Grip verloren gehabt, hat Idian ihn nicht erwischt und damit Smoke... Jetzt immer noch vorne. 2,8 Sekunden Abstand von Musculus auf Smoke. Damit hat Smoke mal wieder gezeigt, was alles in ihm steckt. Und Musculus hat sich noch schneller die Zähne ausgebissen als Sandro. Sandro hat wenigstens hier lange, lange mithalten können, bis dann eben Pupti ihn aus dem Spiel genommen hat. Es war schade, wie gesagt, aber er hat noch die Möglichkeit. Es ist nicht viel Abstand. Er kann also nochmal aufholen. Wir sind in der 41. Runde und BK Gaming Racing League in Bahrain ist, glaube ich, bisher das Rennen, wo das Feld am nächsten zusammen ist, muss man sagen. Also Bahrain, da richtig gut. Sag hier, die Strecke ist eine schöne Strecke, die man auch wirklich gut fahren kann. Hinterreifen muss man ein bisschen aufpassen, aber es scheint... dass es allen Fahrern zumindest so weit liegt, dass sie nicht zu große Abstände zwischen sich und ihre Konkurrenten bringen. Es ist schön zu sehen und es macht das Rennen natürlich um einiges, einiges anschauenswerter als vielleicht auch ein Rennen in Baku, wo es viele Ausfälle gab, wo die Abstände auf einmal größer wurden. Heute ist viel Feuer drin und heute gilt es auch, in den Zweikämpfen zu bestehen. Heute reicht es nicht nur anzukommen. Heute muss man wollen, heute muss man kämpfen. Das sieht auch Musculus viel schneller als Smoke. Als schon wieder nur 1,4 Sekunden hinten dran. Aber er muss halt den Zweikampf gewinnen und vorne bleiben. Das ist entscheidend. Ich glaube, dann kann er sich Platz 2 sichern. Aber Smoke wird alles tun, damit er vorne bleibt.
Ja, ich bin auch nicht ganz sicher, ob hier die Formel 1-Regel auch greift, was die Bremszonen angeht. Da müsste man nochmal ins Regelwerk schauen an der Stelle, weil es da ja auch Regeln gibt, wie man sich in der Bremszone zu verhalten hat. Ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher, ob alles dann in Ordnung ist, was passiert. Aber es ist eben Rennen, muss man dann auch einfach schauen, dass man irgendwie auch damit zurechtkommt. Eine Sekunde jetzt nur noch Abstand von Musculus auf Smoke. Er ist wieder dran. Sieben Zehntel Abstand. Und er wird es wieder probieren. Mit DRS kann er sich ransaugen. Kann jetzt eventuell hier tatsächlich dann nochmal angreifen, muss aber hinter Smoke bleiben, der hier die Tür zumacht. Schön gemacht von Smoke. Die beiden im Zweikampf, der Alpha gegen den Haas. Man sieht, Musculus hat die Möglichkeiten und die Option hier, etwas zu tun und etwas zu machen. Eine halbe Sekunde noch Abstand. Drei Zehntel Vorsprung nur noch. Und Musculus diesmal ein bisschen besser dran. Er hat sich nicht so in den Zweikampf reingeworfen. Ich glaube, er musste auch taktischer vorgehen. Also einen Smoke kriegst du nicht, indem du einfach dich dagegen wirfst. Das wird nicht funktionieren. Deshalb musst du jetzt schauen, dass du dir vorbereitest, taktisch so hinlegst, dass er dann keine Chance mehr hat. Da zählen schon die Kurven vorher. Da musst du schon 10 Kurven vorher anfangen, um den Überholung zu planen. Jetzt wieder die Option. Die Option, da ist sie. Aber das ist noch zu viel Abstand und Smoke macht das halt immer geschickt, macht die Innenbahn zu. Deshalb muss hier dann Musculus wieder hinten bleiben. Also immer dasselbe Bild. Das haben wir vorhin auch schon bei Sandro gesehen. Damit bleibt es dabei. Smoke bleibt vorne. Jetzt eventuell wieder in dieser Kurve. Musculus versucht es mit derselben Strategie wie Sandro. Einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitnehmen, um dann dran zu bleiben und im entscheidenden Moment stechen zu können. Aber bisher ist die Kampflinie von Smoke einfach noch unangreifbar. Und Dennis leider aus der Session ausgeschieden. Hat einen Unfall produziert in Sektor 3 oder kurz vor Sektor 3. Wir sehen sie auch auf der Karte. Steht dann neben der Zeitabnahme. Ja, und es gibt jetzt ein Safety Car tatsächlich. Safety Car Phase, kein Virtual Safety Car, sogar ein richtiges Safety Car. Das wird das ganze Feld nochmal zusammenwürfeln. Und während wir dann hier auf das Safety Car warten, gehen wir nochmal kurz in eine kleine Pause, bis es hier dann wieder mit dem Rennen losgeht. Safety Car kommt dann gleich raus und dann sind wir gleich wieder zurück. Das Feld wird sich jetzt zusammenziehen, zusammenführen und dann schauen wir mal, was passiert an der Stelle.
damit sind wir wieder zurück hier in Bahrain und wir sehen das Safety Car. Für Donici natürlich nicht die optimale Situation. Er hat sich jetzt aber die roten Reifen abgeholt. Also da nochmal schnell geschalten vom Team, die roten Reifen draufgezogen. Smoke ist natürlich jetzt dran. Das Safety Car ist für Donici vielleicht nicht optimal, für den Rest des Feldes aber sehr optimal, denn sie können jetzt alle aufholen. Es gibt nochmal sozusagen einen Restart, 12 Runden vor Schluss. Fliegender Start, wenn das Safety Car reingeht. Mal sehen, wie lange es noch draußen bleibt. Eventuell kommt es diese Runde schon rein. Wir haben leider keine Nachricht bekommen. Wird jetzt nochmal richtig spannend. Donici, Smoke, Sandro, alle jetzt wieder beisammen. Genauso Pupti. Musculus hat auch nochmal sich die roten Reifen geholt. 12 Runden vor Schluss. Die anderen sind auf den Mediums geblieben. Dadurch jetzt natürlich die Situation nochmal ein bisschen anders. Taktisch gesehen, Musculus und Donici eigentlich ein bisschen mit dem Vorteil. Genauso Marcel, der jetzt seine Reifen mal noch ein bisschen schonen kann. Safety Car bleibt nochmal eine Runde draußen, fährt nicht an die Box. Damit wird es nochmal eine Runde Safety Car geben. Wir sind gespannt, wie es dann weitergeht, wenn das Rennen wieder aufgeht. Donici mit den roten Reifen muss sich jetzt gegen Smoke halt verteidigen. War die ganze Zeit richtig schnell unterwegs. Natürlich jetzt für jeden Fahrer schwierig. Das ist das erste Mal, dass wir ein Safety Car sehen hier in der BK Gaming Racing League. Und es ist eine neue Situation, die hatten wir so noch nicht. Und Donici wird sich ärgern. Er hat noch fast 25 Sekunden Vorsprung. Die sind jetzt natürlich dahingeschmolzen, dadurch, dass er auch den Boxenstopp gemacht hat. Aber er wusste eh, Smoke kommt ran, egal was er tut. Und entsprechend hat er sich hier eigentlich genau richtig entschieden. Die roten Reifen draufgezogen, um seine Chance aufrechtzuerhalten auf den Pole-Start-Ziel-Sieg. Smoke ist dran. Genauso der Rest des Feldes, wieder alles zusammen, auch Eclipse, Dennis, der Verursacher, ist ausgeschieden, ist hier in Sektor 2, kurz vor Sektor 3 dann ausgeschieden, hat wohl das Essen nicht richtig genommen, wie gesagt, ist auch schwierig, zu viel Gas und man kommt schnell ins Rutschen. Ja, die Mediums von Smoke und von Sandro sind auf jeden Fall schon gut angefahren, genauso von Pupti. Smoke muss aufpassen, dass er da nicht aussehen überholt, weil da geht es jetzt gleich nochmal in die nächste Kurve, aber das weiß er, er ist Profi genug dafür, deshalb Safety Car an der Stelle in Bahrain und die BK Gaming Racing League freut sich jetzt gleich darauf, wenn das Rennen wieder restartet wird, da müssen jetzt alle bereit sein. Safety Car, wir haben leider keine Nachricht darüber, ob es jetzt gleich reinkommt nach dieser Runde. Sehen wir dann aber gleich, wenn es an die Box fährt. Ja, die roten Reifen jetzt von Donici wieder auf Temperatur gebracht. Das wird natürlich ein riesen Vorteil jetzt werden für ihn. Klar, er hatte schon 25 Sekunden Vorsprung, aber Safety Guard jetzt optimal genutzt. Die Mediums von Smoke werden auch noch halten. Und jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt geht das Safety Car eventuell rein. Schauen wir mal, wie es ist. Safety Car bleibt nochmal eine Runde draußen. Also die dritte Runde in Folge Safety Car. 47. Runde, noch 10. Ja, 11 Runden. Ja, und es fährt tatsächlich Marcel, also Wempy fährt an die Box. Ist entschieden, jetzt während der Safety Car Phase nochmal die Reifen zu wechseln, weil er gemerkt hat, die roten werden nicht bis zum Ende lang. Kann jetzt nochmal die roten Reifen draufziehen. Und kann dann das Feld nochmal aufholen. Also für ihn auch, er hätte es vielleicht viel früher entscheiden müssen können, aber er kann jetzt das Feld natürlich aufholen. Gucken wir mal ganz kurz, wie er sich da verhalten wird. Kann jetzt hier raus beschleunigen, kann schneller fahren. Wird natürlich das Feld aufholen. Wir springen wieder von nach vorne. Wir sehen es dann auf der Karte, wo sich dann Wempy befindet. Und ganz vorne Donici. Ja, es ist auf jeden Fall eine Situation, die für uns alle noch unbekannt ist. Bis dahin Donici natürlich dominierend. Und jetzt auch mit den roten Reifen eigentlich im Vorteil. Zwei Runden hat er jetzt schon drauf, oder das sind nur Safety Car Runden. Also die dritte Runde mit Safety Car. Und dann geht es wieder los. 11 Runden noch zu fahren, nach dieser Runde noch 10. In diesen 10 Runden haben wir nochmal einen Restart sozusagen des Rennens. Wir sehen, Marcel holt langsam wieder auf. Also die richtige Entscheidung, jetzt hier nochmal die roten raufzuziehen.
Alles sind innerhalb von, ja, vielleicht 3 Sekunden, 4 Sekunden. Vampy wird aufgeholt haben bis zur Startlinie. Ja, das Safety Car in dieser Runde kommt's rein. Safety Car in dieser Runde. Rennleitung bestätigt jetzt, dass das Safety Car diese Runde reinkommt. Bedeutet, das Rennen wird jetzt gleich wieder gestartet. Das Safety Car zieht schon mal ein bisschen davon. Johnny G versucht das Feld ein bisschen zu entschleunigen. Seine roten Reifen vielleicht auch ein bisschen besser nutzen zu können. Und Johnny G macht das jetzt geschickt. Versucht das Feld hier langsam zu machen. Bisschen taktische Spirenzchen hier. Und jetzt geht's gleich los. Restart hier in Bahrain. Wir gehen wieder los. Und Johnny G hat das Feld entschleunigt. Möchte seine roten Reifen gut nutzen können. Dritte Runde jetzt nach dem Safety Car. Jetzt wieder rein. Smoke kommt nicht mit. Und Johnny G hat alles richtig gemacht. Bleibt erstmal vorne. Jetzt versucht Smoke sich kurz zu zeigen. Hinten ist natürlich auch einiges geboten. Muskellos ist dran. Anpuppt die aber vorne. Bremst die Hütte. Da ist tatsächlich auch Sandro wieder dran. Ist im Moment Dritter. Natürlich für Team Italia das optimale Ergebnis an der Stelle. Marcel vorbei an Eclipse, der halt eben auch 2 Runden Rückstand hat. Und Sandro kann hier was tun. Muskellos jetzt vorbei hier an Pupp. Die kann die Überholaktion nutzen. Mi auch vorbei. Die kann eventuell sogar noch Muskellos schnappen. Muskellos versucht es auf der Innenbahn. Kommt gut vorbei. Auf der Außenbahn. Jetzt ist er auf der Innenbahn. Kann hier tatsächlich hier Mi nochmal hinter sich halten. Hier einfach mal den Zweikampf zwischen Pupp, die und Muskellos ausnutzen wollte. Und Muskellos hat sich halt auch dazu entschieden, hier die roten Reifen draufziehen. Was für einen Dreierkampf jetzt hier zwischen den beiden Mercedes und Muskellos. Hinten dran haben wir noch Vampy, der nur 1,1 Sekunden hinten dran ist. Hat auch die roten Reifen draufgezogen. Vorne Smoke gegen Sandro, beide mit Mediums. Und Muskellos muss aufpassen. Die roten sind eigentlich hier besser geeignet für die letzten Runden. Aber es sieht, der Mercedes von mir zieht. Jetzt hat sie hier tatsächlich den Vorteil, die Innenbahn nutzen zu können. Muss aber hier sich geschlagen geben. Damit bleibt sie weiter hinten. Und vorne dran passiert nicht so viel. 1 Sekunde Abstand zwischen Donny G, Smoke und Sandro. Jeweils Muskellos innerhalb von einer halben Sekunde von Mi. Und Vampy kann ein bisschen aufholen, kann eventuell jetzt dann auch nochmal eingreifen in den Kampf. Vorne, wie gesagt, alles wie beim alten. Donny G zieht weg und Smoke muss aufpassen, dass Sandro ihn nicht überholt. Also entsprechend da die Möglichkeit jetzt vielleicht für Sandro auch zu überholen, hat jetzt hier DRS zur Verfügung. Sandro vorbei an Smoke, der an die Box geht, hat hier die Safety-Car-Phase nicht nutzen können für den Boxenstopp, macht ihn jetzt und damit wieder komplett durchgereicht. Taktischer Fehler, Fragezeichen, wir wissen es noch nicht. Wir werden es am Ende des Rennens sehen. Smoke jetzt auf dem vorletzten Platz, Platz 7 für ihn und damit Team Italia Racing auf 1 und 2 und wir haben noch 9 Runden hier zu fahren. Ja, Muskellos unter Bedrängnis. Die beiden Mercedes natürlich jetzt mit froher Hoffnung, dass sie eventuell doch nochmal was gut machen können. Eine halbe Sekunde Abstand nur noch auf Muskellos. Haben natürlich 15 und 13 Runden drauf, aber die letzten 8 Runden, die kann man auch auf Mediums noch durchziehen. Smoke versucht jetzt mit den roten Reifen nochmal was zu reißen. Hat gemerkt, dass es nicht funktioniert. Hat jetzt 22 Sekunden Abstand auf Marcel. Da hätte er vielleicht in der Safety-Car-Phase auch eher die Reifen wechseln sollen. Hat nicht damit gerechnet, dass wahrscheinlich dass das Safety-Car so lange draußen bleibt. Also da jetzt auch von Smoke, taktischer Fehler oder nicht, das werden wir wie gesagt noch sehen. Und hier ist auf jeden Fall Kampf entpuppt zwischen Pupti und Mi. Die beiden Mercedes-Fahrerinnen können hier eventuell auch dann gegenseitig sich nochmal die Plätze nehmen. Währenddessen vorne erst einmal alles klar zu sein scheint. Muskellos natürlich mit dem roten Reifen, der mit 4 Runden hier unterwegs ist. Smoke muss 20 Sekunden aufholen. Bin gespannt, ob er hier dann ja die 30 Sekunden auch noch aufholen kann auf Sandro, weil das wäre dann fatal, wenn jetzt so 10 Runden Verschluss oder 9 Runden Verschluss dann tatsächlich die Reifen nochmal wechselt und dadurch seine Platzierung verliert. Muskellos auf Rang 3. Und da ist Mi jetzt dran an Pupti. Nein, Pupti an Mi. DRS ist wieder aktiviert und damit ist jetzt die Möglichkeit auch da für alle Fahrer was zu tun. Und da kommt einer rein. Wer ist das? Muskellos fährt an die Box. Was ist da los? Warum fährt Muskellos an die Box? Er hat doch die Reifen gewechselt erst. Was ist da los? Er zieht nochmal neue rote Reifen drauf. Verschleißen die so schnell, dass die Jungs jetzt Probleme haben damit. Ich bin gespannt, ob Donny G nochmal an die Box kommt. Muskellos wechselt seine 5 Runden alten roten Reifen gegen nochmals rote Reifen. Entsprechend wird er nochmal nach hinten durchgereicht. Was ist denn da los, bitte? Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass überhaupt noch einer groß reinkommt. Muskellos jetzt auf Platz 5, 16 Sekunden Abstand. Ich bin gerade etwas überrascht, muss ich euch ehrlich gestehen. Damit habe ich null gerechnet. Vielleicht hat er auch irgendwo einen Platten gehabt. Das ist natürlich die andere Option.
kann sich auch vor Vampi nochmal reinziehen, damit 16 Sekunden Abstand auf Pupli und auf Mi, damit Mi und Pupli auf 3 und 4. Das wird sie natürlich freuen. Aber sie müssen halt aufpassen, dass sie in den letzten 8 Runden jetzt auch noch die Reifen durchhalten. Aber das sollte eigentlich klappen. Wir haben gesehen, 32 Runden bei Mi. Also Mi wird es auf jeden Fall schaffen. Pupli wahrscheinlich auch, die hat 2 Runden weniger. Also entsprechend werden die nicht mehr an die Box kommen. Aber unglaublich, dass die Jungs so schnell ihre Reifen gewechselt haben und selbst nach 5 Runden muskellos jetzt das Gefühl hatte, dass er hier rein muss. Was ist denn da los? Hat er überhaupt die Reifen gewechselt? Die haben immer nur 5 Runden drauf. Hat er irgendwie nur was einstellen lassen müssen vielleicht? Irgendwas hat nicht gepasst bei Musculus. Er ist an die Box gefahren. Ach, Durchfahrtsstrafe. Es könnte natürlich sein, dass er eine Durchfahrtsstrafe hatte. Die haben wir leider nicht mitbekommen. Da können wir dann gleich nachgucken, wenn wir mal dann in den Strafenkatalog schauen. Es ist natürlich die andere Option, dass Musculus hier eine Durchfahrtsstrafe bekommen hat. Die jetzt abgesessen hat. Das ist natürlich erklärt auch, warum er nicht so lange gestanden ist. Ah, jetzt haben wir die Lösung des Rätsels. Musculus musste einmal durchfahren. Also entsprechend dann natürlich nur normal, dass er hier dann 15 Sekunden Abstand hat. Schade für ihn, aber er hat ja eh schon ein gebrauchtes Rennen gehabt von Anfang an. Aber er kann sich ja natürlich noch nach vorne kämpfen. Es sind noch 7 Runden zu fahren. Und Pupti und Mi battlen sich hier auch um den 3. Platz. Mi, überraschenderweise, sitzt doch auf dem Podium. Im Moment. Wäre natürlich schön, das Rennen sah nicht danach aus. Seit dem Safety Car aber jetzt wieder die Möglichkeit da für Motorpower mit dem Mercedes. Da ist ein schöner Zweikampf zwischen den beiden Fahrerinnen entbrannt. Pupti hinter Mi. Und Mi ist eigentlich die schnellere Fahrerin. Aber Pupti hat sich in letzter Zeit oder diese Saison auch sehr stark gesteigert und kann mit Mi mittlerweile mithalten. Da gab es natürlich immer die Diskussion, wer ist der erste und zweite Fahrer. Wobei sich die beiden da, glaube ich, der Diskussion nie stellen wollten, weil es das eben nicht gibt. Sie fahren beide ihr Ding. Es gibt keinen ersten oder zweiten Fahrer. Sie sind beide gleichberechtigt hier unterwegs bei Motorpower und entsprechend war Pupti immer ein bisschen langsamer in der Vorsaison, aber konstanter, das muss man auch dazu sagen. Jetzt hat es tatsächlich geschafft, hier mit Mi mitzuhalten und sich in den letzten Rennen auch hier die Lorbeeren zu ernten, die sie eben gesät hatte, oder die Saat zu sehen, die sie gesät hatte. Und in dem, was bedeutet, sie hat einfach auch gezeigt, dass sie hier schneller geworden ist, konstanter genug geworden ist und Mi in ihrem eigenen Rennstall dann Konkurrenz bieten kann. Ja, der Restart für manche gut gelungen. Donny G bleibt vorne. Sandro hat dadurch sehr profitiert. Motorpower hat sehr profitiert davon. Waren ja sehr weit hinten, muskellos mit 7 Runden auf seinen Softreifen. Muss halt schauen, die Durchfahrtsstrafe tat halt weh. Vampy vor Smoke, also der wird sich ärgern. Der muss sich fragen lassen, warum er hier die Reifen draufgezogen hat. Und Eclipse auf Platz 8 wird Punkte holen für sein Team. Wir bleiben aber mal beim Duell zwischen den beiden Mercedes. Boxenstopp von Smoke. Gibt es da noch eine Durchfahrtsstrafe für ihn? Ja, Durchfahrtsstrafe für Smoke. Der musste sie jetzt erledigen. Damit Smoke jetzt auch weit hinten. Das wird ihn sehr ärgern. Er war Platz 2. 3/4 des Rennens und jetzt nochmal eine Durchfahrtsstrafe absitzen. Wahrscheinlich dieselbe, die auch Musculus hatte, weil sie sich beide berührt hatten. Vielleicht auch im Safety Car, während der Safety Car Phase irgendwo eine Berührung gehabt. Dann muss man eben einmal durch die Box. Da können wir dann kurz auch nochmal schauen, wann es passiert ist. Aber wir bleiben jetzt erst einmal im Rennen, denn da ist jetzt gerade ein Duell zwischen Mi und Pupti entbrannt. Und wir müssen halt schauen, ob sich da noch was an der Platzierung ändert. Also Smoke ohne Chance wahrscheinlich hier nochmal seinen Platz zu verbessern. 30 Sekunden Abstand auf Vampy. Ja, indessen jetzt der Abstand zwischen Mi und Pupti so groß, dass wir ganz kurz gucken können. Ich schau mal ganz kurz, wie es da ausschaut. Guck mal die Rennleitung, was da denn so geboten ist. Ereignisse. Kollision verursacht. Kollision, Totalschaden, Rasen während der Safety Car Phase durchfahren. Also Smoke rasen, Marcel rasen, Musculus rasen, Smoke auch Safety Car Phase. Also es war die Safety Car Phase tatsächlich. In der Safety-Car-Phase waren sie zu schnell und mussten deshalb jetzt hier einmal durch die Box durchfahren. Vampy wahrscheinlich auch. Also alle drei, die da vorne waren, die werden sich ärgern. Safety-Car kam ein bisschen überraschend. Wir haben wieder alle mit Virtual Safety-Car gerechnet. Und entsprechend waren die Fahrer dann wahrscheinlich zu schnell während der Safety-Car-Phase. Schade für die Fahrer, die hier eigentlich vorne mitgefahren sind, so wie Smoke. Das ist sehr schade, wirklich. Das hat er so nicht verdient.
Aber klar, Regeln sind Regeln und die müssen halt leider eingehalten werden. An der Stelle leider, weil wir hätten uns da tatsächlich gewünscht, dass da nochmal ein schöner Zweikampf zwischen ihm und Musculus oder ihm und Santo entsteht. Was für ein Rennen bis dahin. Ich habe gerade gesehen und gehört, dass eventuell auch Slowcoach uns zugeschaltet ist, wenn ich mich nicht irre. Aber anscheinend im Moment noch nicht, steht er noch nicht zur Verfügung. Von daher warten wir da noch kurz. Wir wissen auf jeden Fall, dass Slowcoach eventuell zur Verfügung steht. Da werden wir gleich nochmal checken, ob er denn da mittlerweile ein Mikrofon bekommen hat. Ja, Donny G und Sandro sind vorneweg. Team Italia vielleicht mit dem ersten Doppelsieg. Das wäre die Überraschung aus Bahrain und die Überraschung der Saison schlechthin im Moment. Pupti auf Platz 4 im Moment. Jetzt ziemlich viel Abstand zu Mi. Und wir haben noch vier Runden zu fahren. Und es sieht ganz danach aus, als ob Team Italia heute einen Doppelsieg davonfährt. Mi und Pupti sich dann hier dahinter einreihen. Musculus immer noch auf Platz 5. Wird schwierig, diese 9 Sekunden noch aufzuholen. Vampy und Smoke werden nicht mehr die Plätze tauschen, glaube ich. Außer Vampy wird langsam, weil diese 8 Sekunden sind auch schwierig aufzuholen. Aber ich glaube, obwohl, Vampy war nicht so schnell im ganzen Rennen, das könnte schon funktionieren. Pupti auf Platz 4, die hat ein bisschen nachgelassen, schade, ich hätte mir jetzt dann tatsächlich noch ein Duell gewünscht zwischen den beiden Mercedes, das hat sich ja angebahnt, aber irgendwie seit einer Runde ist da gerade der Abstand ein bisschen größer geworden. Wir gucken nochmal, ob es mir Slowcoach gerade noch zur Verfügung haben, ganz kurz nochmal schauen, ja, er hat jetzt ein Mikrofon bekommen, ja, Slowcoach, für dich ging es da recht früh aus dem Rennen, kannst du uns ganz kurz beschreiben, was da passiert ist? Ja, durch den Unfall von Musculus und Marcel hat sich da eine ziemliche Lücke aufgetan zu Donny G. Und ich dachte, nachdem Smoke mit Gelb unterwegs ist und danach nicht wirklich angegriffen hat, können wir die Lücke versuchen zu schließen. Mit erhöhtem ERS, das hat dann leider zu einem sehr unglücklichen Ausfall geführt, da in der Start-Ziel-Schikane. Der einzige Ort, wo man eigentlich die Curbs unbedingt vermeiden sollte, habe ich sie touchiert und dann ein bisschen im Auge berührt, Rad ab, es geht so schnell, kann man nichts tun. Ganz kurz, wir haben gerade eine Situation im Rennen, Mi wird gerade überholt von Pupti hier, nach Startziele hat Pupti tatsächlich jetzt auf den dritten Platz vorgeschoben, was für eine schöne Aktion, die beiden Mercedes jetzt doch nochmal in Zweikampf kommen. Entschuldigung, dass ich da kurz unterbrechen muss, aber da ist gerade der Zweikampf zwischen beiden Mercedes da. Mi gegen Pupti und Mi überholt sie nochmal. Pupti kann zurückschlagen, da ist jetzt wieder vorbeigezogen und kommt hier tatsächlich vor Kurve 7 zum Zug und kann hier sich behaupten. Pupti jetzt auf Platz 3, damit podiumsverdächtig und Mi fällt so ein bisschen zurück, hat jetzt schon wieder 7 Zähler Abstand. Ja, sorry Slowcoach, aber jetzt wieder zurück zu dir. Ja, die Curbs berührt, dann ausgefallen, tut natürlich weh. Ja, ich muss sagen, wie man hier sieht, da kann irgendwas dazwischen kommen. Musculus, der hat extrem gut eine starke Leistung gezeigt, auch Smoke. Beide wurden auch nicht belohnt, von daher, ja. Der Schaden hält sich sehr in Grenzen, auch wenn es schade ist. Ja, wirklich schade. Du hast Glück, dass Smoke jetzt tatsächlich auch nicht Zweiter wird, weil da dann sonst die Punkte wieder sehr eng beisammen gewesen wären auf den ersten und zweiten Platz. Für dich, die Safety-Car-Phase, ist es ein bisschen überraschend für die Fahrer, dass auf einmal jetzt nach 10 Rennen ein Safety-Car rauskommt und man dann eine Strafe bekommt, weil man zu schnell ist? Ja, das war wirklich nicht ganz fair, wie der Donny G das Feld eingebremst hat. Das hat hinten ungewollte Überholmanöver gegeben, weil man sieht in dieser schlechten Nacht, in diesem Staub in der Luft, man sieht einfach zu spät, wenn einer bremst. Das war nicht ganz sauber, was er da gemacht hat. Ja. Aber das hat dazu geführt, dass sie sich überholt haben. Das gibt sofort eine Strafe. Ja, das haben wir mitbekommen. Da gab es auch eine Durchfahrtsstrafe noch. Dann für Musculus und für Smoke, was dazu geführt hat, dass sie eben jetzt hier auf Platz 7 und Platz 5 unterwegs sind. Trotzdem, fürs Rennwochenende, speziell auch mit Sicht auf Musculus, wie zufrieden bist du da? Einfach mit Musculus selbst auch. Er hat gezeigt, wie schnell er ist, auch in einem eher unterlegenen Fahrzeug. Da kann er einfach nochmal die Pace hochhalten. Er macht praktisch keine Fehler. Beim Überholen war er vielleicht ein bisschen zu ungeduldig gegen Smoke. Wie er aus der Box rausgekommen ist, da diese Berührung konnte nichts dafür. Da waren sie einfach zu dritt nebeneinander. Das ist dann eng. Ich bin sehr zufrieden. Er hat eine sehr starke Leistung gezeigt. Auch die Renault-Fahrer, ich meine Sandro, hält sich vor den Mercedes. Das muss einer zuerst tun. Das ist sehr cool.
Ja, danke schön, Slow Coach, für die kurzen Einblicke. Wir gehen jetzt in die letzten beiden Runden hier in Bahrain, Sakir. Und wir sehen, dass Smoke wieder dran ist an Vampy. Mi hat so ein bisschen Abstand zu Pupti bekommen. Pupti auf dem Podium im Moment. Heißt wohl, dass der Mercedes von Pupti im Moment besser geht. Und wir sind auch mittlerweile in der letzten Runde angekommen. Team Italia Racing eventuell mit einem Doppelsieg heute hier in Bahrain. Das wäre die Überraschung vom Rennwochenende. Und wir sehen, Smoke ist dran an Vampy. Und Mi wurde... Okay, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Zweimal Mediums, das ist natürlich schwierig an der Stelle. Jetzt überholt Smoke auch noch tatsächlich hier Vampy. Und Mi wurde disqualifiziert, weil sie die erforderliche Reifenmischung nicht gewählt hat. 32 plus 23, oh ja, das könnte tatsächlich sein. Sie hat die Mediums draufgezogen. Sie hatte Mediums vorher drauf. Das wird ja sie richtig ärgern. Taktischer Fehler bei Mercedes bei Motorpower. Mi wird disqualifiziert, weil sie nicht die Reifenmischung gewählt hat. Sie konnte jetzt auch nicht mehr die Runde beenden, ohne über die Startziele zu fahren. Deshalb die Disqualifikation. Sie hätte nochmal in der letzten Runde wechseln müssen. In der vorletzten, eigentlich auf dem Weg in die letzte Runde. Und Donici jetzt auf dem Weg. Back to die Spitze, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Donici auf Platz 1 fährt jetzt hier in die letzte Kurve in den Sieg hinein und hat 12 Runden auf seinen roten Reifen hier absolviert, hat das Risiko eingegangen, dass nochmal das Feld rankommt und er kommt hier über Startziel und gewinnt hier in Bahrain. Donici auf Platz 1, Gratulation an Team Italia, denn der zweite Fahrer Sandro holt sich hier den zweiten Platz, auch hier Gratulation. Pupti auf dem dritten Platz und Mi verliert ihren vierten Platz, weil sie nicht die Reifenmischung eingehalten hat, zweimal Mediums und nicht einmal gewechselt. Das bedeutet für sie heute kein Platz 4. Gratulation auch an Musklus. Platz 4 für ihn. Smoke Ass auf 5. Da hat sich doch nochmal ein bisschen was an den Platzierungen getan, weil Mi nicht aufgepasst hat, weil auch Motorpower nicht aufgepasst hat. Und sie wird sich darüber wirklich sehr, sehr ärgern. Es sah so gut aus für sie. Aber am Ende hat es dann leider nicht gereicht, weil die Regeln nicht eingehalten wurden. Smoke damit jetzt auch auf Platz 5 sicher. Vampy wird da auch nicht mehr wirklich angreifen. Und auch Eclipse kommt dann an auf Platz Nummer 7. Hat auch nochmal Platz gut gemacht. Was für ein Rennen hier heute in Bahrain, in Sakir. Und wir sehen Smoke auf Platz 5. Und der wird heute 3 Kreuze machen, dass das Rennen vorbei ist. Es sah so gut aus. Aber am Ende ist es eben die Durchfahrtsstrafe. Und am Ende heißt es eben dann auch leider nichts aus Platz 2 geworden, weil ich glaube, Donici hätte nicht erwischt. Von daher Gratulation an alle Fahrer. Es war ein richtig, richtig spannendes Rennen. Und wir sehen auch dann Eclipse, wie er hier über die Startziellinie fährt. Und von daher wohl verdient der Sieg auf jeden Fall für Donici. Zweiter Platz für Sandro. Doppelsieg Italia Racing Team. Dahinter dann ein Mercedes mit Pupti, die heute sich endlich mal wieder zurückmeldet. Was für ein Rennen, was für ein Wochenende, was für ein schönes, schönes Ding hier in der Bigger Gaming Racing League. Euer Taikar ist gleich wieder für euch da mit den Interviews nach dem Rennen. Bis dahin freuen wir uns darauf und freuen uns jetzt auch mit den Fahrern über ihren Sieg. Ja, recht herzlich willkommen zurück zum Interview nach dem Rennen. Ja, Bahrain, super spannendes Rennen. Wir hatten alles dabei, von Virtual Safety Car bis Safety Car, dem einen oder anderen Strafe im Rennen und auch eine Kuriosität, die es so auch in der BK Gaming Racing League noch nicht gab. Von daher gehen wir gleich rein in die Interviews. Kommen wir zunächst einmal zu Dennis. Ja, Dennis, bei dir heute... Es lief eigentlich recht okay, du hast keinen Ausfall gehabt bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann kam doch leider der Ausfall, du warst ja auch der Auslöser für Safety Car. Was ist dir denn genau passiert? Wir haben es leider nur gesehen, dass du am Ende von Sektor 2 aus der Kurve geflogen bist, aber sonst haben wir leider keine Informationen leider bekommen. Wenn Dennis schon zur Verfügung steht, ich glaube, dem sein Mikrofon, ja, dann kommen wir zu ihm nochmal, wenn er dann technisch auch dazu in der Lage ist, von daher... Gucken wir weiter. Ja, Slowcoach haben wir ja schon im Rennen interviewt. Da werden wir heute jetzt auch keine weiteren Fragen
mehr Stellen an der Stelle. Deshalb kommen wir jetzt direkt dann auch zu Mi. Ja, Mi, an der Stelle wollten wir dich mal fragen, hat es mit der Taktik heute nicht funktioniert? Woran lag es, dass man nicht zwei verschiedene Mischungen heute gefahren ist? Kein Kommentar. Also gibt es heute keine Informationen dazu von dir. Nein, heute nicht, tut mir leid. Okay, schade. Dann gehen wir weiter. Ja, wir haben es dann ja gesehen. Smoke, du hast in der Safety Car Phase ja eine Strafe bekommen, die dann auch abgesessen ist. Es lief ja richtig gut bis zu einem Zeitpunkt. Zweiter Platz, man hat viele Zweikämpfe geführt und sich immer durchgesetzt. Wie beschreibst du denn dein Gefühl jetzt nach dem Rennen, jetzt wo man tatsächlich nicht auf dem zweiten Platz gelandet ist? In erster Linie tut es mir leid für meine Fans und wir haben heute natürlich alles versucht, alles gegeben. Aber ich meine, ich habe direkt am Start einen guten Start gehabt, habe direkt Druck auf Slow ausgeübt und was ging. Und ja, dann wird dir zweimal über von den Roten der Flügel abgefahren und ja, dann ist es schwierig, das Rennen dann weiterzufahren, wenn der Flügel dann nicht mehr in Ordnung ist. Und ja, dann fährst du ein Rennen, hast Wut im Bauch und passieren halt diese fatalen Fehler in der Safety Car Phase. Aber trotzdem, wir haben heute ein gutes Zeichen gesetzt. Wir haben heute in den Zweikämpfen dominiert und wir waren heute aggressiv, waren gut unterwegs. In Australien werden wir definitiv zurückschlagen. Wie siehst du auch Sandro und Musculus, die ja hier oft im Zweikampf mit dir lagen? Wer hat am meisten wehgetan von den beiden? Ja gut, in erster Linie sind sie beide sauschnell. Ich denke, dass Donny da ein bisschen tief gestapelt hat, aber das war mir schon klar letztendlich. Ich weiß nicht, wo wir hätten stehen können, wenn mein Flügel halt in Ordnung gewesen wäre. Ja, danach war es eigentlich nur noch Position halten und war natürlich nicht ganz so einfach. Der Renault hat da natürlich auch ein bisschen mehr Power und wenn du dann schlecht aus den Kurven rauskommst, weil du einfach keinen Downforce hast, dann wird es schwierig und dann fährst du Kampflinie und ja, ich hab alles aus dem Hut gezaubert, was ging und mehr war nicht drin heute. Ja, trotzdem ein Ergebnis, man hat Punkte geholt, auch aufgrund dessen, dass Slow Coach ausgefallen ist, ist es natürlich für die Meisterschaft noch ein gutes Zeichen, man hat Punkte aufgeholt, klar, man hätte mehr holen können, aber am Ende ist es wichtig, dass man aufgeholt hat und wir sind echt gespannt, das ist in der BK Gaming Racing League jetzt richtig spannend auch geworden, Slow Coach ist jetzt nur noch wenige Punkte vor Smoke und da sind wir echt gespannt, wie es auch da weitergeht. Kommen wir direkt auch zu Eclipse. Ja, bei dir, es war eigentlich so ein Durchschnittsrennen, du bist angekommen, du hast Punkte gesammelt. Wo siehst du dich denn jetzt auch in Bahrain und wie ordnest du dich selbst auch im Fahrerfeld ein? Und ich glaube, du musst noch ein bisschen näher ans Mikrofon rücken. Wir müssen ganz klar weiter an uns arbeiten, Gegebenheiten auch besser ausnutzen können. War nicht optimal gegeben, um zu bleiben, aber mehr lag nicht drin. Okay. Ja, mehr war nicht drin, Punkte geholt. Es war ein bisschen schwierig, dich gerade zu verstehen. Deshalb da fürs nächste Mal vielleicht mal gucken, ob das Mikrofon auch ein bisschen näher an den Mund dann kann. Aber ist nicht schlimm, wir haben es halbwegs mitbekommen. Das war ein okay Rennen, aber es war halt leider nicht mehr drin. Man hat Punkte geholt. Das war das Wichtigste. Ja, kommen wir dann auch direkt schon zu Musculus, der heute ein Riesenrennen auch gefahren hat. Immer wieder Zweikämpfe vorne in den Top 5 gehabt hat und heute dann auch viele wichtige Punkte für Team Schweiz holen konnte. Wer war heute auf der Strecke dein größter Gegner? Ja, also heute, ich weiß auch nicht, was da los war. Das war eine ganze Verschwörung gegen mich. So hat es sich zumindest angefühlt. Das fing schon an im Qualifying. Auf meiner ersten fliegenden Runde wurde ich direkt von einem Auto, das aus der Box fuhr, mehrfach geblockt. Dann ging das weiter im Rennen. In der ersten Runde werde ich von der Strecke gerammt. Dann nach meinem ersten Stint, ich komme aus der Box. Jemand fährt mir direkt über den Frontflügel. Dann kämpfe ich mich zurück bis zum Duell mit Smoke um den zweiten Platz, wo er bei meinem ersten Angriff da mit einer sehr späten Bewegung uns fast beide aus dem Rennen genommen hat. Ja, das wäre dann noch interessant geworden mit Smoke und dem zweiten Platz. Ich denke, ich hätte ihn mir dann noch geholt. Aber dann kam ja das Safety Car. Da habe ich dann reagiert und bin sofort reingefahren, um nochmal für die letzten 10 Runden die weichen Reifen zu holen. Und da hätte ich dann nochmal gut angreifen können. Aber dann habe ich nach einer Runde, nach dem Restart, eine Durchfahrtsstrafe gekriegt,
Ich weiß nicht warum, das Team hat mir nicht gesagt warum, die von den Stewards ja habe ich natürlich auch nichts gehört warum. Ja, und somit dann nur der vierte Platz und ja, das schmerzt schon, wenn man weiß, dass man keinen größeren Fehler gemacht hat und mindestens Zweiter hätte werden sollen und dann stattdessen nicht mal auf dem Podest steht. Ja, das ist schade an der Stelle, trotzdem wichtige Punkte geholt, man ist auf dem vierten Platz gelandet und kann da eventuell auch dann wieder vorne angreifen. Kommen wir vielleicht auch noch zu einem Fahrer, der heute ganz frisch wieder aus dem Urlaub zurück ist sozusagen. Lange keine BK Gaming Racing League bei ihm, jetzt aber wieder dabei bei RS Motorsport, Wampy an der Stelle. Da die Frage auch zum Schluss hin, fangen wir anders an. Die Frage jetzt, wo du wieder zurück bist, was hat sich verändert jetzt in den letzten Monaten im Vergleich zu dem, als du noch aktiv dabei warst? Also verändert hat sich eigentlich für mich nur, dass ich jetzt auf jeden Fall besseren Support habe und ich auf jeden Fall motiviert bin, bei den Spitzenteam auf jeden Fall richtig Gas zu geben, Punkte zu sammeln und für das Team oder mit das Team auf jeden Fall die Teammeisterschaft zu holen. Das hat sich verändert. Ja, zum Schluss, wir haben es gesehen, Smoke war sehr schnell. Konntest du dich da noch wehren oder war das auch vielleicht ein bisschen Teamtaktik an der Stelle? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe eher Smoke im Blick gehabt, weil ich auch weiß, dass er um die Meisterschaft kämpft und da muss ich nicht unbedingt noch einen Teamfight eingehen und dementsprechend habe ich dann auch Platz gemacht, weil für mich ist wichtig, dass Smoke die Punkte holt, wir als Team Punkte holen und wenn wir dann Teamfight machen und uns gegenseitig raushauen, haben wir nichts gewonnen. Ja, das ist richtig. Dankeschön an der Stelle. Wir sind gespannt auch, wie es mit Wampy weitergeht und wie er sich bei RS Motorsport einlebt. Das erste Rennen jetzt für ihn im neuen Wagen. Lief auch gut angekommen, Punkte geholt. Smoke noch ein paar Punkte mitgegeben. So kann es weitergehen. RS Motorsport auf jeden Fall wieder im Aufwind. Team Schweiz ist natürlich auch nicht weit weg. Und wir kommen jetzt aber zu den Top 3, wo keiner dieser beiden Top-Teams heute gelandet ist. Wir hatten es eigentlich schon gehofft und wir haben es auch dann leider erlebt, wie es nicht bei mir funktioniert hat, aber dafür bei Pupti. Der dritte Platz, endlich wieder Podium. Wie weit kann es noch gehen für dich, Pupti? Ja, in diesem Sinne, wie weit kann es gehen? Ich bin froh, dass ich heute erstmal so weit gekommen bin, dass ich nicht wieder aus dem Rennen ausgeschieden bin. Darüber war ich eigentlich am dankbarsten und ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein super Rennen. Ich habe wirklich nahezu fehlerlos, bis auf eine Kollision, wo ich auch hinterher richtig Herzblut hatte. Da habe ich halt einen kleinen Fehler gemacht und den Sandro fast aus dem Rennen rausgehauen, weil ich meine Karre nicht zum Stehen bekommen habe. Ansonsten war das Rennen wirklich, ja, würde ich fast sagen, makellos und gut gelaufen. Zum Schluss halt ein bisschen geärgert, weil ich mitgekriegt habe, dass meine Teamkollegin aus dem Rennen disqualifiziert wurde aufgrund irgendeiner Sache, die noch anscheinend ausgewertet wird, wo ich so hoffe, weil das auch wieder wichtige Teampunkte waren, die uns fehlen, aber weit, denke ich, so wie im heutigen Rennen, geht es für uns beide noch, also noch ein Stückchen weiter nach oben. Ja, wir sind gespannt, es ist endlich wieder mal Motorpower-Zeit fürs Podium und da freuen wir uns immer drüber, denn ihr habt ja auch am Anfang gewonnen, es gab so eine Downphase und jetzt kommt man wieder zurück. Was die Strafe oder die Disqualifizierung von mir angeht, ist auf jeden Fall der Grund gewesen, also hätte ich so gesagt, okay, da gab es keinen Reifewechsel mehr und in der letzten Runde ist es nicht mehr möglich, von Medium auf irgendwas anderes zu wechseln, deshalb gab es da die Situation. Hast du da vielleicht was mitbekommen im Teamfunk oder gab es da vielleicht ein Missverständnis auch innerhalb des Teams? Also ich glaube, da gab es ein Riesenmissverständnis, weil Mi war tatsächlich zweimal zum Reifenwechsel draußen und wurde dennoch am Ende des Rennens disqualifiziert und deswegen denke ich, werden da noch einige Dinge ausgewertet werden müssen. Ich will da jetzt nicht zu viel sagen, weil das liegt nicht in meiner Macht, okay, sondern halt in der Macht der Renndirektion. Trotzdem, wir wollen natürlich jetzt nicht deinen Erfolg überschatten lassen. Gratulation an der Stelle. Dritter Platz, endlich Motorpower meldet sich zurück. Yes. Und wir freuen uns dann darauf, dass ihr auch wieder im nächsten Rennen ganz vorne mitfahren könnt. Es sah ja ganz nach einem Doppellauf aus. Ja, kommen wir zu dem Team, das heute dominiert hat. Von Anfang an Einfahrer, der im Feld mitgespielt hat und da auch immer wieder auf dem zweiten Platz Hoffnung hatte und es jetzt am Ende auch erreicht hat. Sandro, für dich erst einmal die Frage, endlich Doppelsieg für dein Team. Wie geht's dir und was sind die Pläne für die Zukunft? Ich freue mich natürlich.
ja, Pläne für die Zukunft halt genauso weitermachen, wie ich es schon gemacht habe. Aber das tut mir leid an Musculus, dass ich da wie ein Hitzkopf geradeaus durchgefahren bin, obwohl er rechts neben mir war und gerade aus der Box kam. Das tut mir wirklich leid, das wollte ich nicht. Ich bin da einfach nur blöd gefahren. Ja, also ich freue mich auch sehr, dass ich auf dem zweiten Platz gelandet bin. Also die Freude ist sehr groß. Was hast du getan, dass du jetzt auch wieder diese Konstanz auf einmal hast? Ja, du hast den Zweikampf mit Smoke bravourös nicht gemeistert und du hast es auch nicht geschafft zu überholen, aber du hast dich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es war sehr überzeugend, was du da gefahren hast an der Stelle. Ja, also hab halt viel trainiert und irgendwie war ich heute sehr gechillt irgendwie. Ich weiß selber nicht, was da los war. Also ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen und ja, also ich weiß gar nicht. Ich bin einfach gefahren. Ja, manchmal ist einfach fahren die einfachste Lösung. Kommen wir aber zu deinem Teamkollegen. Endlich auch mal wieder einen Sieg, Pole-Startsieg für Donny G. Gab es heute irgendwas, was dich aus der Fassung gebracht hat? Guten Abend, jo, hi. Ja, kneif mich mal bitte virtuell. Der Smoke hat mir die schnellste Rennrunde weggeschnappt. Das hat mir das ganze Rennen kaputt gemacht. Nein, Spaß beiseite. Top, also das Ergebnis. Das mit dem Tiefstapeln war wirklich mein voller Ernst, weil die Trainingszeiten haben echt eine andere Sprache gesprochen. Was heute hier passiert ist, ich weiß nicht, was es war, aber es hat einfach... Das Glück war heute auf unserer Seite, also wirklich. Es gab einen Moment, wo wir kurz aufpassen mussten. Sonst warst du ja vorne immer sehr sicher mit über 20 Sekunden Vorsprung. Es war die Phase, wo Safety Car rauskommt und du dich kurzfristig entscheidest, nochmal auf die roten Reifen zu wechseln. Ging dir da durch den Kopf, dass eventuell der erste Platz jetzt in Gefährdung ist? Ja, im ersten Moment ja auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich hatte den Smoke, der Smoke war hinter mir, dem Safety Car. Ne? Ja. Der ist ja mega stark. Der ist, wenn die Safety Car Phase zu Ende ist, ich habe fest damit gerechnet, dass er mich auf Startziel wirklich überholen wird. Dass es da geklappt hat, dass ich vorne bleibe, toi toi toi, Glück gehabt, hat alles geklappt wie geplant, mehr oder weniger. Und ja, als Team auch Glückwunsch an Sandro, wir freuen uns ja gerade natürlich tierisch, das ist ja, braucht man nicht verleugnen. Auf jeden Fall ein Riesenerfolg für Italia Racing Team, endlich der Doppelsieg, den man wahrscheinlich auch schon lange, nachdem man lange gesehen hat, weil man da gemerkt hat, man ist schnell auf der Strecke. Klar, man ist neu und man weiß auch nicht, wo man sich überall einordnen kann, aber heute auf jeden Fall mal gezeigt, wo denn die Messlatte liegt im Moment und wir freuen uns auch darauf, dass es dann vielleicht auch in 2 Wochen wieder heißt, wer wird Erster, wer holt sich das Podium und wer schaut im Qualifying richtig gut aus. Da haben wir ja schon einiges erlebt, auch in den letzten Rennen. Und sind gespannt nach Brasilien, nach Baku und jetzt Bahrain, wie es dann weitergeht. Seid auch da wieder live dabei. Euer Taika für BK Gaming Racing League. Bis zum nächsten Mal.